Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wir beschäftigen uns mit einem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Entwurf eines Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, Bundestagsdrucksache 20-5549. Ich begrüße im Einzelnen unsere Sachverständigen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Ich werde Sie im Einzelnen noch einmal aufrufen, auch fürs Protokoll und für die Leute, die uns zuhören oder auch zusehen. Als erstes Herr Marc Becker von Bredow, Bereichsleiter Elektrifizierung und Klima. Herr Bredow, guten Tag. Ich mache das der Reihenfolge nach, wie Sie sitzen. Das ist alphabetisch geordnet, damit nicht jemand meint, er kommt sozusagen an der falschen Stelle. Dann haben wir Tobias Bögelein, Softwareentwickler von Bits und Bäume. Herr Bögelein, recht herzlich willkommen. Dann Professor Albin Burkholte, Jade Hochschule Wilhelmshaven, auch recht herzlich willkommen. Herrn Felix Dembski, Vice President Regulatory Sonnen GmbH, guten Tag. Dann Herrn Dr. Engelke, Leiter Team Energie und Bauen von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., guten Tag. Dann Herrn Dr. Ernesto Garnier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Herr Garnier. Passt ungefähr. Gut, danke schön. Herzlich willkommen. Dann Herrn Pfeiffer von Grundsätze und Strategie Messstellenbetrieb Netze BW GmbH. Auch recht herzlich willkommen. Friedrich Rojan, Geschäftsführer von Solandeo GmbH. Guten Tag. Herrn Markus Sauer, Head of Regulatory and Affairs and Business Development, Theben GmbH. Guten Tag. Herrn Thomas Seltmann, Referent Solartechnik und Speicher, Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Auch schönen guten Morgen. Und Rainer Stock, Bereichsleiter Netzwirtschaft, Verband kommunaler Unternehmen. Recht herzlich willkommen in unserem Kreis. Ich begrüße ebenfalls recht herzlich die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse, für die Bundesregierung Herrn parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel. Auch schönen guten Tag, die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Medien und nicht zuletzt die Gäste, die uns heute zuhören, entweder hier im Saal oder über die Medien. Die ganze Veranstaltung wird ja übertragen im Parlamentsfernsehen. Noch einige Bemerkungen, bevor wir einsteigen zum Ablauf. Zunächst erhalten Sie, liebe Sachverständige, die Gelegenheit, für 3 Minuten Ihr Eingangsstatement abzugeben. Dann folgen Fragerunden. Wir haben 2 Stunden Zeit, das heißt, die Zeit ist relativ knapp. Wir sind darauf angewiesen, dass sich alle relativ kurz fassen. Wir sind darüber übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von insgesamt 4 Minuten in der ersten Runde zur Verfügung steht. Je kürzer die Frage, desto mehr haben Sie Gelegenheit zur Antwort. Aber insgesamt bei der ersten Runde 4 Minuten, in den weiteren dann 3 Minuten. Und ich bitte Sie, die Zeit einzuhalten. Ich müsste so eingreifen, dass das einigermaßen so zwischen den Fraktionen auch gleichmäßig abläuft. Sonst ist das parlamentarische Verfahren nicht sauber geregelt. Also ich bitte, machen Sie es mir leicht und halten Sie sich an die Redezeit. Meine weitere Bitte an die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen. Bitte nennen Sie zu Beginn Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen, dem Sie die Frage stellen möchten. Ich werde Sie dann noch einmal aufrufen fürs Protokoll, dass auch jeder weiß, wer spricht. Es wird ein Wortprotokoll erstellt und da ist es einfach die einfachere Methode. So, jetzt glaube ich, sind wir durch mit allen Eingangsbemerkungen und wir können direkt in die Runde einsteigen. Als erstes also in Ihr Eingangsstatement. Als erstes gebe ich das Wort. Wo haben wir den? So, Herrn Marc Becker, bitte. Becker von Bredow, Entschuldigung. Kein Problem. Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zu dieser heutigen Anhörung. Worum soll es gehen? Strom wird der zentrale Energieträger des künftigen Energiesystems sein und die Stromnetze damit das Rückgrat des zukünftigen Energiesystems und unseres Wirtschaftssystems. Die zunehmende Elektrifizierung wird dazu führen, dass der Strombedarf und dementsprechend die Stromnutzung bis zum Jahr 2045 auf
1000 Terawattstunden sich verdoppeln wird. Neben einer absoluten Zunahme des Stromverbrauchs und damit der notwendigen Transportkapazitäten im Netz geht damit einher auch eine Änderung der Erzeugungsstruktur, die zusätzliche Anforderungen an das Stromnetz stellen wird. Wir kehren ab von einer von oben nach unten geleiteten Stromerzeugung unidirektional hin zu einer bidirektionalen, sehr dezentral verteilten Erzeugung über erneuerbare Energien. Gleichzeitig haben wir einen Zuwachs an Flexibilitäten, an neuen Verbrauchern wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen oder darüber hinaus, die zusätzlich zu bereits bestehenden Kapazitäten in der Industrie und im Gewerbebereich dazukommen. Diese Flexibilitäten können dazu dienen, einen Ausgleich zwischen der Nachfrage und eben einer zunehmend fluktuierenden Erzeugung herzustellen. Die Anforderungen an Stromnetz, ich sagte es bereits, steigen damit enorm auf verschiedenen Ebenen. Und um einen sicheren Netzbetrieb auch zukünftig sicherstellen zu können, werden künftig Daten über das Verbrauchsverhalten und das Nutzungsverhalten benötigt. Gleichzeitig sollen über das Stromnetz dynamische Preissignale oder unter Umständen sogar direkte Steuersignale zielgerichtet übermittelt werden können. Zur Bewältigung dieser Aufgaben bedarf es neben einem weiteren und sehr massiv verstärkten Netzausbau vor allem auch einer Digitalisierung der Netzinfrastruktur. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird dieser Dringlichkeit auf Ebene der Verteilnetze Rechnung getragen. Und die Grundlage für einen massentauglichen Rollout intelligenter Messsysteme als einen wichtigen Baustein gelegt. Intelligente Messsysteme sind ein wichtiger Baustein. Aber warum sind sie das? Sie liefern im Jahr 2030 in einer der letzten Ausbaustufen von 15 Millionen Anschlüssen genaue Daten über das Verbrauchs- und Einspeiseverhalten. Das ist damit ein wichtiger Baustein zur Feststellung der Netzauslastung und eine Grundlage für die Netzsteuerung und damit für letztlich Systemsicherheit im Stromnetz. Und erst mit intelligenten Messsystemen können dynamische Preissignale oder eben, wie gesagt, im Ernstfall und hoffentlich in der Ausnahme Steuersignale zur Anpassung von Erzeugung und Verbrauch übermittelt werden. Und sie sind damit letztlich ein zentrales, wichtiges Bindeglied zwischen eben der Nachfrage- und Angebotsseite. Der ZVJ unterstützt daher ausdrücklich die im Gesetzentwurf genannten Ziele, den Rollout zu beschleunigen, die Verfahren rund um den Rollout zu entbürokratisieren und die Rechtssicherheit der Beteiligten zu erhöhen. Besonders hervorheben möchte ich daher an dieser Stelle den beschleunigten Ausbaupfad und die Möglichkeit, explizit vorgesehene Möglichkeit für den agilen Rollout. Darüber hinaus die Abschaffung der Markterklärung und den Wegfall der drei Herstellerregel. Bitte auf die Zeit achten, jetzt sind wir schon so weit. Ne? Letzter Satz. Und nicht zuletzt die Festlegung des Deckels der Kosten auf 20 Euro pro Anwendungsfall und die Einführung dynamischer Tarife bereits ab dem 01.01.2025. Vielen Dank. Ich meine das wirklich ernst mit der Zeit. Ich muss es Ihnen leider sagen. Herr Bögelein, bitte. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Vorsitzender. Vielen Dank, dass Sie hier im Energieausschuss das Gesetz zur Beschleunigung der Energiewende aus Sicht von Bits und Bäume und somit, also und sowohl eben von Seiten des Chaos Computer Clubs als auch des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland darstellen darf. Der Gesetzentwurf hat gute Ansätze, jedoch werden diese nicht konsequent zu Ende gedacht. Damit entstehen unnötige Kosten und auch Elektroschrott bei der Installation der Smart Meter Gateways und deren Systemkomponenten. SMGWs sollen die Konsumentinnen dazu bewegen, Strom aus den Netzen abzunehmen, wenn dieser aus erneuerbarer Energie und damit günstig verfügbar ist. Die dafür vorgesehenen dynamischen Tarife sollen sich nach dem bundesweit gehandelten Börsenstrompreis richten. Eine solche Regelung via Geldbeutel ist sozial ungerecht. Denn auch jetzt schon verbrauchen finanziell stärkere Haushalte sehr viel mehr Strom. Und nur diese besitzen eben diese geforderte Flexibilität, um von dynamischen Tarifen profitieren zu können. Sinnvoller wäre es außerdem, eine Regelung voranzutreiben, die es ermöglicht, Tarife regional zu gestalten, sodass auch Anreize geschaffen werden, den vor Ort nachhaltig produzierten Strom direkt zu verbrauchen und zu speichern. Dies wird die Akzeptanz von erneuerbaren Energien vor Ort erhöhen und auch kurzfristig den Bedarf an Stromtrassen reduzieren. Das geht technisch, aber man muss den gesetzlichen Rahmen eben dafür setzen. Außerdem erzeugen die Liegenschaften, die mit intelligenten Messsystemen wie Smart Meter Gateways ausgestattet sind, unnötigen Datenverkehr hin zu den Messstellenbetreibern. Eine Nutzungsaufzeichnung von Privathaushalten in Viertelstundenabschnitten lässt detaillierte Schlüsse zu Personen und Lebensstilen zu und ist nicht nötig und somit völlig unverhältnismäßig. Eine aufsummierte Analyse von Verbrauchsstatistiken wie etwa den Netzknotenpunkten der Versorger wäre Alternative und immer möglich.
und in der Wartung, in der Installation eben sehr viel einfacher und zudem auch datenschutzfreundlich. Besser wäre auch eine Lösung, wie es aktuell in der Schweiz praktiziert wird. Dort bleiben die Daten zuerst in den Liegenschaften und werden von den Messstellenbetreibern, wenn sie sie brauchen, eben abgeholt. Dem Gesetzesentwurf zufolge sollen die Datenkommunikation unter Einhaltung des Datenschutzes erweitert werden. Was bedeutet, ist vorher erst unklar. Bislang darf bei den meisten Verbrauchenden der Strom nur einmal im Jahr abgelesen werden. Aus meiner Sicht ist die Verarbeitung der Daten, die über Mehrwertdienste wie zum Beispiel Rauchmelder oder auch Wasserzähler über das Smart Meter Gateway übertragen werden, ist auch nicht ausreichend geregelt. Angesichts der Situation im Wohnungsmarkt ist es überhaupt nicht möglich, rechtlich gültige Datenschutzeinwilligungen von Mieterinnen zu erhalten, da oft keine freie Entscheidung vorliegt. Wie bereits in der Stellungnahme der UNESCO. Entschuldigung, Sie müssen ein bisschen mehr ins Mikro sprechen. Ich höre gerade, Sie sind sehr schlecht verständlich. Ja, okay. Alles klar. Geben Sie die 20 Sekunden noch. Genau. Wie bereits in der Stellungnahme der OMS Group erörtert, schreibt das Messstellenbetriebsgesetz in § 25 Absatz 2 als Montageort den ungemessenen Bereich vor. Das heißt, die Smart Meter Gateways müssen vor den Stromzählern montiert werden. Und hier würde eine Erweiterung eben auch in den gemessenen Bereich eben für Abhilfe schaffen, weil wir ab und zu das Problem haben in den Liegenschaften, dass die. Ich muss Sie leider auch unterbrechen. Bitte, da oben läuft die Zeit mit, da sehen Sie es selber. Ja. In dem Moment, wo uns rot ist, sind Sie drüber. Na, alles klar. Okay. Aber nur so, als nächstes. Genau. Professor Burkholdt, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Was soll das Gesetz bewirken? Da steht in der Definition vorne drin, flächendeckende Beobachtung und Steuerbarkeit der fluktuierenden Erzeuger, Verbraucher in den Verteilernetzen bei den Erzeugern und den Verbrauchern. Das bedeutet ein ganz starker Eingriff in die freie Stromversorgung. Das Gesetz ignoriert die technischen Fakten und zieht also auch nicht irgendwelche erforderlichen Konsequenzen. Denn wir brauchen, damit die regenerativen Anlagen überhaupt einspeisen können, ein frequenzstabiles Netz. Das können nur die konventionellen Kraftwerke garantieren. Dafür müssen sie eine Mindestleistung von 25-35% der erforderlichen Verbraucherleistung einspeisen. Nun kommen aber Dunkelflauten über Tage und Wochen regelmäßig auch großflächig in Deutschland und europaweit vor. Und um die überbrücken zu können, fehlen Großspeicher im Gigawattstundenbereich. Ja, das sind also wirklich extrem große Speichermengen, die dort vorhanden sein müssen. Eine Lösung bieten Elektrolyseure im Gigawattbereich, die aus Ökostrom Wasserstoff produzieren und dann wird aus dem Wasserstoff irgendwann wieder Ökostrom gemacht über Gaskraftwerke. Erschreckend ist der geringe Wirkungsgrad, da also etwa um 20%. Das bedeutet, man muss das Fünffache an Ökostrom aufwenden, um eine Kilowattstunde dann wieder herauszubekommen. Dafür wären dann auch über 50 neue Gaskraftwerke, 800 Megawatt erforderlich. Und die können bis 2030 absolut nicht gebaut werden. Die Energiedichte in den Windanlagen ist viel zu gering. Auch wird also der extreme Ausbau der Anlagen, Solar- und Windanlagen, da keine Lösung bieten können. Wir werden nach wie vor, wenn auch diese 400 Gigawatt, wie der Wirtschaftsminister Habeck das anstrebt, bis 2030 realisiert sind, werden wir nach wie vor Dunkelflauten haben und auch gewaltige Überschussleistungen, die dann teilweise geschenkt oder zu negativen Strompreisen entsorgt werden müssen. Also nur mal eine Größenordnung, wenn Sie Windstärke 5 haben, ja, das ist schon ein ganz schöner Wind, dann ist so, dass wir da in der Größenordnung um 20% der installierten Leistung erst bekommen. Ja, wenn die Anlagen so langsam drehen, dann können Sie das vergessen, da ist also noch keine entsprechende Leistungsgewinnung vorhanden. Das Gesetz verfolgt damit ausschließlich die Vorgaben zur Umsetzung der Energiewende. Und das unter nicht realisierbaren kurzen Übergangsfristen. Ich fasse zusammen. Das Gesetz will also die Schlagwort Spitzenglättung umsetzen. Und dazu braucht man natürlich die Digitalisierung. Die Smart Meter können das. Aber die Smart Meter, und das ist das Gravierende, die müssten dann die Schaltrechte haben. Die haben sie heute noch nicht. Die Geräte können das auch noch nicht. Und das bedeutet, dass also dieses Gesetz so kurzfristig nicht umgesetzt werden kann. Herzlichen Dank. Als nächstes hier Demski, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich trage heute die Sicht der Anbieter von digitalen Lösungen für PV-Anlagen, Speicher und Ladepunkte vor. Die Entscheidung, intelligente Messsysteme auszurollen, stammt ja noch aus dem Jahr 2007. Eine gewisse Angela Merkel war da gerade mal 2 Jahre im Amt und der Wirtschaftsminister hieß noch Michael Gloß. Seitdem ist in der Theorie viel und in der Praxis wenig passiert. Es ist also an dieser Stelle auf jeden Fall Zeit für mehr Tempo. Der Gesetzesentwurf identifiziert jetzt die zentralen Stolpersteine und räumt die aus dem Weg. Das begrüßen wir auf jeden Fall. Es gibt jetzt eine stärkere Konzentration der Kompetenzen beim BMWK. Es gibt eine bessere Kostenteilung zwischen den Anbietern der Infrastruktur und den Anschlussnutzern. Und es gibt vor allem in Zukunft auch das intelligente Messsystem auf Wunsch. Sie haben jetzt bislang häufig die Erfahrung gemacht, wenn Sie so ein Gerät haben wollten, haben Sie trotzdem häufig von Ihrem grundzuständigen Messstellenbetreiber keins bekommen. Das einzige Thema, was uns Sorgen bereitet, ist, dass das Risiko besteht, dass in Zukunft eventuell alle Daten nur noch über das Smart Meter Gateway versandt werden dürfen. Die Bundesnetzagentur hat durchblicken lassen, dass man das Gesetz ja vielleicht auch so lesen könnte, dass alle Daten, die auch nur mittelbar eine Steuerungshandlung auslösen könnten, zukünftig nur noch über Smart Meter Gateway verschickt werden dürfen. Das sorgt für große Beunruhigung, denn dafür wurden diese Geräte nie designt und dafür ist diese Infrastruktur auch gar nicht ausgelegt. Das wurde auch noch nie getestet. Trotzdem soll das jetzt verpflichtend gemacht werden. Das ist ein bisschen so, als würde ein Gesetz Ihnen sagen, als Abgeordnete, zum Schutz vor Desinformation nehmen wir Ihnen Ihre Dienstlaptops und Handys jetzt mal ab und im nächsten Wahlkampf bitte nur noch kommunizieren über Ihren Heizkostenverteiler. Da würden Sie auch sagen, das kann der gar nicht und so kann ich auch meinen Job nicht machen. Diese Beunruhigung haben jetzt viele der digitalen Unternehmen. Das heißt, was wir hier eigentlich brauchen, ist eine Priorisierung und eine Präzisierung. Das, was die Geräte gut können, dafür soll man sie gerne verpflichtend einsetzen. Das, was sie noch nicht können, also man soll sie ruhig einsetzen für äußerst kritische und wichtige Befehle, zum Beispiel wenn der Netzbetreiber in einer kritischen Netzsituation einfach mal einen An-Aus-Befehl schicken muss, gerne über die Gateways. Aber alles, was sie noch nicht können, dann bitte nicht gesetzlich verpflichtend machen. Um es nochmal zusammenzufassen, drücken Sie mit dem Entwurf aufs Tempo. Der Entwurf ist gut, aber bitte nur für die Funktionen, die die Geräte erwiesenermaßen auch schon beherrschen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als nächstes Herr Engelke, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Und schön, dass Sie das Thema heute ausgerechnet am Weltverbrauchertag auf die Tagesordnung gesetzt haben. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz ist die Digitalisierung die dritte große Säule der Energiewende. Erzeugung, Speicherung, Transport und Verbrauch müssen besser aufeinander abgestimmt und insgesamt flexibler werden, wenn mehr und mehr Energie aus Wind und Sonne statt aus Öl und Gas gewonnen werden. Auch immer mehr private Haushalte sind nicht mehr nur wegen ihres passiven Verbrauchs betroffen. Sie nehmen auch zunehmend aktiv an der Energiewende teil. Über 2 Millionen Haushalte erzeugen heute schon Solarstrom auf Dach und Balkon und wollen ihn zeitpassgenau auch selbst verbrauchen, ins Netz einspeisen oder speichern. Nur mit Steuerung kann das optimiert werden. Zudem sollten und wollen viele zusätzliche Millionen Haushalte neue Verbrauchsgeräte wie Wärmepumpen und Wallboxen für E-Autos betreiben, die ebenfalls steuerbar sein sollen, um die Netze zu entlasten. Dafür braucht es die Digitalisierung der Netze und dafür braucht es intelligente Messsysteme für die privaten Haushalte. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt daher den Smart Meter Rollout. Allerdings ist ein Punkt elementare Voraussetzung dafür aus unserer Sicht. Es muss sich rechnen. Bisher überstiegen die Entgelte für intelligente Messsysteme in der Regel die durch die Nutzung dieses Messsystems möglichen Kosteneinsparungen bei weitem. Das ist für die privaten Haushalte unattraktiv. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des VZPV ergab, dass 60% der Befragten den Einbau von Smart Metern nur dann befürworten, wenn die Kosteneinsparung durch weniger Energieverbrauch die Zusatzkosten durch die Smart Meter übersteigt. Nur 22% der Befragten würden einen Einbau auch unabhängig von den Kosten unterstützen.
Daher begrüßt der VZBV die geplante Absenkung der Preisobergrenzen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Im Grundsatz sieht aber noch Verbesserungsbedarf. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nun Herr Garnier, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Ich berichte heute aus der Erfahrung von 70 Expertinnen bei 100, die bundesweit mit 80 Immobilienunternehmen Solarstromversorgung in Kombination mit Smart Metering bereits langjährig umsetzen. Über unseren Service werden derzeit ungefähr 5000 MieterInnen Wärmepumpen, Ladesäulen mit Solarstrom und Smart Meter versorgt. Aus dieser Praxiserfahrung kann ich berichten, Smart Metering erzeugt enormen Mehrwert für Endkunden, für die Immobilienwirtschaft und auch für die Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen. Gleichzeitig kennen wir auch den regulatorischen Rahmen in- und auswendig und die überflüssigen und teuren Fallstricke. Deshalb, das GNDEW ist nicht nur richtig, es ist längst überfällig. Es gibt zwei Bausteine, die aus unserer Sicht ergänzt werden müssen, damit die Digitalisierungspotenziale dieses Gesetzes wirklich auch dem PV- und Wärmepumpen-Rollout im Gebäudebestand in Deutschland zugutekommen. Das erste ist, wir müssen den sogenannten virtuellen Summenzähler etablieren. Auf Basis der intelligenten Messsysteme kann man die dezentrale Versorgung von Immobilien mit PV-Strom wesentlich kosteneffizienter umsetzen als bislang. Man kann dank der Systeme den sogenannten physischen Summenzähler, der also die Netzeinspeisung und den Netzbezug von Strom in Quartieren misst, ersetzen durch eine virtuelle Bilanzierung auf Basis der viertelstündlichen Messwerte. Hierdurch würden 8.000 bis 10.000 Euro Kosten pro PV-Anlage eingespart, 70 Stunden Elektrikerkapazität. Und damit hat man eine echte Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung erreicht für die Energiewende, für die Handwerkerkapazitäten. Wir haben analysiert, dass sich damit der Rollout ungefähr um Faktor 2 beschleunigen lässt. Es gibt bereits eine Reihe von Netzbetreibern, die dieses Modell, den virtuellen Summenzähler, gestatten. Da sei zum Beispiel Düsseldorf genannt oder die E-Netz und andere. Es fehlt ein rechtlicher bundesweiter Rahmen. Deshalb gehört dieses Modell verankert im MSBG und auch im ENWG. Außerdem muss klargestellt werden, dass die Zähler von Verbrauchern an Erzeugungsanlagen in Quartieren auch von der Preisobergrenze Gebrauch machen können. Die zweite Änderung, die ich anregen möchte, ist die Begrenzung der sogenannten Anlagenzusammenfassung. Im GNDEW wird richtigerweise die Rolle des IMSIS, des intelligenten Messsystems, gestärkt für die Direktvermarktung von PV-Anlagen. Leider wurde dabei aber nicht berücksichtigt, dass aufgrund des Absatz 3 im EEG § 9 benachbarte PV-Anlagen in städtischen Quartieren, dort wo die Mieter wohnen und die Wärmepumpen hin sollen, nicht auf das IMSIS werden zurückgreifen können, weil durch die Regelung sie nach wie vor vom Netzbetreiber dazu aufgerufen werden können, die teure Fernwirktechnik von Windparks oder Großanlagen zu nutzen. Daher muss im GNDW zusätzlich zu den bereits erfolgten Änderungen im § 9 EEG auch die Anlagenzusammenfassung begrenzt werden auf den Netzanschlusspunkt. Zu beiden Punkten haben wir auch in der Stellungnahme ganz konkrete Textvorschläge hinterlegt. Herzlichen Dank. Danke. Herr Pfeiffer, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, die NetzeBW begrüßt eine Vielzahl an Neuregelungen jetzt hier im GNDEW, um den Rollout tatsächlich zu beschleunigen und damit eben verbunden und einhergehend auch die Digitalisierung der Netze voranzutreiben. Einige der im Gesetzentwurf angedachten und vorgesehenen Neuregelungen müssen jedoch noch angepasst werden, damit die Zielsetzung des GNDEWs tatsächlich erreicht werden kann. Nach unserer Auffassung nach gehen die Vereinfachungen noch nicht weit genug, die werden noch nicht weit genug gedacht. Gerade eine Anpassung des Eichrechts an das digitalisierte Messwesen könnte hier einen entsprechenden Beitrag für die Beschleunigung liefern. Zudem muss der Messstellenbetreiber zukünftig auch bei den Einbaufällen weiterhin priorisieren können und dort Smart Meter einbauen, wo sie den größten Systemnutzen haben, nämlich bei den für die Energie-, für die Wärme- und Mobilitätswende relevanten Anlagen. Zwei wesentliche Anpassungen sind jedoch unerlässlich, damit der Rollout nicht weiter ausgebremst wird. Die Verteilnetzbetreiber müssen zukünftig den Großteil der Kosten tragen. Wir sprechen hier mit einem Ausbaustand von 2/3 aller Messstellen im Jahr 2030 von ca. 2 Milliarden Euro, die jährlich an die Verteilnetzbetreiber verrechnet werden. Hierzu bedarf es einer Regelung zur Kostenanerkennung und einer entsprechenden Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur, damit eben diese Kosten als unmittelbar, als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten auch anerkannt werden können. Die zweite wesentliche Anpassung betrifft die Wirtschaftlichkeit des Messstellenbetreibers. Die Messstellenbetreiber refinanzieren sich rein über die Messentgelte, also über die im Netz verbauten Zähler.
Die Messentgelte sind durch die Preisobergrenze gesetzlich geregelt und stammen als Basis von der Kosten-Nutzen-Analyse aus dem Jahr 2013. Seither sind die Anforderungen stetig gestiegen. Auch im jetzigen Entwurf des GNDEWs steigen die Anforderungen weiter. Zudem sehen wir uns natürlich auch im Messwesen mit stetig steigenden Material- und Personalkosten konfrontiert. Die Preisobergrenze, also die Messentgelte, mit denen wir uns refinanzieren, die bleibt und blieb aber bisher konstant. Daher fordern wir eine sofortige Anpassung der Preisobergrenze sowie natürlich auch zeitnah eine nachgelagerte Kosten-Nutzen-Analyse, damit die Wirtschaftlichkeit der Messstellenbetreiber, und das ist genau die Marktrolle, die diesen Infrastruktur-Rollout verantwortet und voranbringt und auch operativ umsetzt, sichergestellt werden kann. Denn nur so kann es entsprechend einen Neustart geben und auch generell der Smart Meter Rollout kann so endlich in Gang kommen, weil wir sehen es, wir haben es auch jetzt schon gehört, der Smart Meter Rollout ist ein Infrastruktur-Rollout, der notwendig ist, um eben die entsprechenden Ziele der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende dann auch zu erreichen. Vielen Dank. Danke. Herr Rujan, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Als digitaler WMSB für die Energiewende repräsentiere ich heute die Perspektive des wettbewerblichen Messstellenbetreibers, des WMSBs. Sie können sich bei unserem Job vorstellen, wir begrüßen sehr die Entfesselung des Smart Meter Rollouts, um eine erfolgreiche, sichere und schnelle Energiewende zu unterstützen. Dabei kommt wettbewerblichen Messstellenbetreibern, den WMSBs, ebenfalls eine wesentliche Rolle zu. Erstens, WMSBs sind für die Endkunden da, wenn der GMSB es noch nicht liefern kann oder anders priorisiert. Das ist insbesondere in der Phase des agilen Rollouts sehr wichtig. Zweitens, WMSBs bringen aus eigener Kraft und Initiative Innovationen in den Markt. Schönes Beispiel, der virtuelle Summenzähler, das ist eine super Idee. Wenn Sie da heute dafür die Rahmenbedingungen schaffen, setzen WMSBs das morgen unmittelbar um, und zwar bundesweit, für alle Kundinnen und Kunden. Als Innovatoren und Speerspitze der Digitalisierung ermöglichen WMSBs damit einen dynamischen Rollout mit hoher Akzeptanz, der auf echtem Kundennutzen basiert. Eine Voraussetzung dafür ist fairer Wettbewerb, der ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. Aber die derzeit im GNDW vorgesehenen Preisobergrenzen sind auch aus unserer Sicht nicht realistisch. Jedenfalls nicht mehr. Das führt dazu, dass GMSBs gezwungen werden, in weiten Teilen des Markts Angebote zu machen, die für die GMSBs nicht kostendeckend sind. Das ist ganz klar wettbewerbsverzerrend. Die Folge: WMSBs werden potenziell durch staatlich verordnete unrealistische Preise benachteiligt und können sich dadurch nicht im erforderlichen Maß für den Erfolg des Rollouts engagieren. Wir riskieren damit, den Rollout an der falschen Stelle kaputt zu sparen, bevor wir ihn auch nur begonnen haben. Und so, meine Damen und Herren, kriegen wir die notwendige Dynamik da nicht hin. Was sind aus unserer Sicht also notwendige Maßnahmen? Erstens, wir sollten so schnell wie möglich aktuelle, realistische Kosten bestimmen, nach Möglichkeit noch in diesem Jahr. Auf dieser Faktenbasis sollten die POG für bereits im MSBG 2016 definierte Leistungen entsprechend angepasst werden, damit das für alle Beteiligten funktioniert. Zweitens, neue Standardleistungen sollten erst dann verpflichtend eingeführt werden, wenn die zugrunde liegenden Aufgaben auch hinreichend definiert sind, dass man überhaupt realistische Kosten bestimmen kann. Und dann erst sollte eine Preisobergrenze eingeführt werden. Alternativ sollte der GMSB berechtigt werden, ein angemessenes Entgelt festzulegen, in Kenntnis seiner eigenen Kostenbasis. Darüber hinaus sollten Lieferketten für Schlüsseltechnologien gestärkt werden, insbesondere im Bereich Smart Meter Gateways, aber auch der Gateway-Administration, und der Wechsel zwischen Technologiedienstleistern weiter erleichtert werden. Das dient der Ausfallsicherheit des Systems insgesamt und letztlich auch der Kosteneffizienz. Auf dieser Basis können dann alle MSBs, insbesondere auch die WMSBs, zu einem erfolgreichen Rollout beitragen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Als nächstes Herr Sauer, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Ein paar Worte zu uns als Themen Smart Energy, damit Sie uns einordnen können. Wir sind Anbieter von Smart Meter Gateways und zugehörigen Mehrwert- und Steuerlösungen. Ja, in einem Smart Meter Gateway stecken über 10 Jahre Entwicklungsarbeit mit entsprechenden Investitionen, die für mittelständische Unternehmen durchaus beachtlich sind. Deshalb haben wir die Klagen rund um das Messstellenbetriebsgesetz und letztlich den Rückzug der Markterklärung im vergangenen Jahr mit größter Sorge verfolgt. Für uns als Hersteller, aber auch für unsere Kunden ist Rechtssicherheit elementar. Das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende begrüßen wir daher sehr. Es stellt nämlich diese wichtige Rechtssicherheit erneut her. Und nicht nur das,
Der Smart-Meter-Rollout soll auch beschleunigt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Signal, denn wir werden ansonsten die energie- und klimapolitischen Ziele nicht erreichen. Bis 2030 muss sich die installierte Leistung erneuerbarer Energien verdreifachen. Die Zahl der Wärmepumpen muss auf 6 Millionen anwachsen. Und 14 Millionen Elektrofahrzeuge müssen ab heute noch neu auf die Straße kommen und vor allem auch geladen werden. Für die Markt- und insbesondere die Netzintegration dieser Anlagen brauchen wir jetzt die sichere digitale Infrastruktur. Wir brauchen Netzzustandsdaten und auch im Notfall Eingriffsmöglichkeiten für den Netzbetreiber. Denn Netzausbau im erforderlichen Umfang wird sich nicht umsetzen lassen. Selbst dann bleibt die Vermeidung von Lastspitzen immer notwendig, um die Netze nicht auf das Spitzenlastniveau aufzubauen. Das wäre ungefähr so, als würde man Autobahnen auf ein Ferienwochenende hin dimensionieren. Deshalb ist der schnelle Rollout intelligenter Messsysteme als Infrastruktur unbedingt notwendig und muss möglichst zeitnah auch durch Lösungen zur Steuerung ergänzt werden. Als Hersteller haben wir in diese Themen investiert und tun das auch weiter, um dem Bedarf gerecht zu werden. Wir sind also bereit für diesen Neustart und auch für ein Rennen mit hohem Tempo. Die Anpassungen am Messstellenbetriebsgesetz sind zielführend. Zwei Themen sehen wir, die sich nochmal anzuschauen lohnt. Die sind doch schon genannt worden. Die Wirtschaftlichkeit für den Messstellenbetreiber und die Klarstellung des Umgangs mit den Kosten beim Verteilnetzbetreiber. Beides haben wir in unserer Stellungnahme näher ausgeführt, ebenso wie Maßnahmen, die parallel zur Verabschiedung des Gesetzes wichtig sind. Zum Beispiel der Umgang mit Software-Updates für das Smart Meter Gateway im Eichrecht oder die abschließende Definition von Anforderungen an die Steuereinheiten. Aktuell sind die Reaktionen auf das Auslegungspapier der Bundesnetzagentur zu den energiewirtschaftlich relevanten Daten bedenklich. Felix Demski hat es schon angesprochen. Das sind die Daten, die nur über das Smart Meter Gateway versendet werden dürfen. Es sollten dort eher direkte Steuerbefehle und Tarifsignale im Vordergrund stehen, Wetterdaten für ein Energiemanagementsystem eher weniger. Hier kann und sollte das Gesetz vielleicht Leitplanken setzen. Unter dem Strich ein aus unserer Sicht sehr gelungenes Gesetz, das mit wenigen Änderungen noch mehr Akzeptanz erreichen könnte und damit auf die Beschleunigung und die Rechtssicherheit weiter einzahlen wird. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes Herr Seltmann. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich spreche für den Bundesverband Solarwirtschaft, also für die Unternehmen, die in Deutschland bisher 2,5 Millionen Photovoltaikanlagen realisiert haben und in den nächsten Jahren viele weitere Millionen Anlagen realisieren werden. Und das betrifft die Anlagenbetreiber, das betrifft eben auch die Messstellenbetreiber zunehmend. Und vor dem Hintergrund müssen wir diese Diskussion auch sehen. Wir begrüßen den Neustart der Digitalisierung der Energiewende mit dem vorgelegten Gesetzentwurf. Der liefert viele Verbesserungen im Detail. Zu weiteren Details haben wir in unserer Stellungnahme konkrete Vorschläge gemacht. Die liegt Ihnen vor. Ich will mal auf drei Punkte kurz konkret eingehen. Ein wesentliches Grundproblem bleibt, nämlich es wird noch immer angestrebt, das wird auch sogar noch mal bekräftigt mit dem Gesetzentwurf und mit weiteren Regelungen, die gerade in der Pipeline sind, unter anderem von der BNetzA, dass dieses Smart Meter Gateway, also dieses technische Konstrukt, was wir da einführen, dass es umfassend genutzt werden soll, eben um Daten zu übertragen, um Steuerungen zu koordinieren. Und abgesehen davon, dass die Frage noch im Raum steht, ob das überhaupt funktioniert, grenzt es die Flexibilität und die Möglichkeit der Anwender und der Unternehmen, das auszugestalten in der Praxis sehr stark ein. Also wir würden da dringend empfehlen, etwas mehr Technologieoffenheit einzubringen und die Pflicht, das IMSIS eben zu nutzen für diese Anforderungen auf das netztechnisch Notwendige zu beschränken und eben auch von der Verfügbarkeit der Technik abhängig zu machen. Zweiter Punkt. In vielen Anwendungsfällen sind Anlagenbetreiber, innovative Unternehmen noch vom Gutwill von Messstellenbetreiber abhängig. Die Beispiele virtueller Summenzähler ist gerade schon genannt worden. Also hier werden punktuell im Gesetzentwurf die Rechte gestärkt von den Anwendern. Aber wir denken, das reicht noch nicht aus und es ist noch nicht so gestaltet, dass es in der Praxis auch wirklich durchsetzbar ist, dass da der nötige Druck auch dahinter ist, dass das funktioniert. Und ein dritter, aus Anlagenbetreibersicht und aus Ausbausicht nochmal wichtiger Punkt, sind Regelungen, die jetzt das GNDEW ändert in § 9, § 10b EEG. Das sind die technischen Vorgaben, die erfüllt werden müssen, wenn ich eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehme und betreibe. Und hier wird ja eine Verknüpfung hergestellt, dieser Messtechnik, dieses IMSIS mit dieser Steuerbarkeit. Und wir sehen ein großes Problem auf uns zukommen, wenn jetzt der Rollout, so wie er hier gestaltet ist, kommt, weil es in vielen Fällen notwendig sein wird, entweder teure, übergangsweise Technik zu installieren, die dann sehr schnell wieder unnötig wird, wenn die Funktionalität dann irgendwann doch durch IMSIS hergestellt wird,
Oder es können Anlagen möglicherweise, weil eine Ad-hoc-Nachrüstpflicht besteht, gar nicht in Betrieb genommen werden oder müssen außer Betrieb genommen werden. Also wenn man sich die Details anschaut, dann sind diese Regelungen aus unserer Sicht noch nicht ausgereift und müssen noch mal dringend angepasst werden. Dankeschön. Danke. Herr Stock, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mikrofon vielleicht ein bisschen ranziehen. Sehr geehrte Damen und Herren. Haben Sie dieses Mikro eingeschaltet? Sollte ich sagen, geht alles von meiner Zeit ab. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich vertrete hier den Verband kommunaler Unternehmen, also maßgeblich eben die Stadtwerke und auch die kommunalen Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Das Beste vorneweg, das GNDW, der Entwurf, so wie er uns vorliegt, enthält viele positive Punkte. Einige wurden auch schon genannt: Abkehr von der Marktanalyse, Wegfall der Drei-Hersteller-Regel, also dieser Frontrunner-Ansatz, dass der Schnellste die Pace für die anderen vorgibt, wird von uns ausdrücklich begrüßt, genauso wie die Möglichkeit des agilen Rollouts. Wobei, da komme ich nachher noch kurz zu, da brauchen wir noch Anpassungen im Eichrecht. Und ein Punkt, für den sich auch der VKU lange stark gemacht hat, dieses Konzept des digitalen Netzanschlusses, das jetzt verankert worden ist, auch mit dieser 1-zu-N-Auslesung, dass eben nicht jeder Smart Meter eine Waschmaschine, das ist das bescheuertste Beispiel für einen Smart Meter, zugegeben, aber dass nicht jeder Smart Meter ein Aggregat steuern muss, sondern eben der Netzanschluss als zentraler Punkt in den Vordergrund rückt. Das Kritische an dem Entwurf ist eher das, was nicht drin steht. Und da würde ich drei Punkte ganz kurz ansprechen mit Blick auf die Zeit. Der erste liegt mir besonders am Herzen, da wurde auch schon genannt, die Anrechnung der 80 Euro beim Verteilnetzbetreiber. Vollständig und zeitnah. Wenn das nicht gelingt, das sinnvoll im Gesetz zu verankern, kann sich das wirklich zum Showstopper entwickeln für diesen angestrebten Hochlauf des Rollouts. Weil sie bringen sonst die Verteilnetzbetreiber in gewaltige Liquiditätsprobleme, wenn sie das nicht sinnvoll lösen. Das läuft denen als OPEX, als Betriebskosten rein und dann greift die Anreizregulierung mit voller Härte. Das heißt, sie haben einen Zeitverzug von 7 Jahren, bis sie ihr Geld zurückverdienen können. Das ist nicht wirklich sexy. Zweiter Punkt. Eichrecht hatte ich angesprochen, da stehen wir im sehr konstruktiven Austausch mit dem BMWK. Es gibt da auch ein Papier, wo Überlegungen zum Thema Standardisierung und Internationalisierung, was wir grundsätzlich positiv bewerten. Wir haben als Verbände, da gucke ich auch in Richtung BDEW, auch eine ganze Reihe von sehr konkreten Vorschlägen gemacht, wie man das Eichrecht anpassen kann. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen. Aber nur so viel, keine Eichfrist für Smart Meter Gateway beispielsweise, weil das kann sich selber prüfen. Keine Prüfungen mehr vor Ort oder auch Einführung hängt damit zusammen eines Online-Verfahrens. Da kann man also viel machen, damit also der agile Rollout und der Smart Meter in Ausbildung, den wir ja dann zukünftig da sehen, auch funktionieren kann. So, dritter Punkt, das ist ein Detail, aber nicht unwesentlich, die bessere Synchronisierung des Zeitplans zwischen den Rollout-Stufen und den Vorgaben, ist ja noch ein Eckpunktepapier, aber die läuft ja, die Festlegung 14a der Bundesnetzagentur. Wenn ich mir so den Zeitplan angucke, dann haben wir am 01.01.2029 ist der Stichtag, wo nur noch dynamisches Steuern zulässig sein soll. So ist es geplant von der 14a-Festlegung. Da haben wir einen Rollout-Stand von 50% bei intelligenten Messsystemen. Also da brauchen wir eine geeignete Priorisierung. Vielen Dank. Sie sind drüber. Dankeschön. Recht herzlichen Dank Ihnen allen. Wir kommen nun in die Debattenrunde. Als erstes beginnt für die SPD der Kollege Meserosch. Guten Tag. Danke allen Sachverständigen für Ihre Zeit und Ihre Vorarbeit. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Sauer. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement darüber gesprochen, dass der Rollout schnell gehen muss. Die Regelungen beim Eichrecht stehen dem ja ein Stück weit im Weg. Was sind aus Ihrer Sicht konkrete Vorschläge, konkrete Maßnahmen, die man umsetzen müsste, um das zu beseitigen, dass der Rollout schneller und einfacher geht? Herr Sauer, bitte. Danke, Herr Meserosch, für die Frage. Bei Herrn Stock kam es ja gerade im Statement auch vor. Also vorweg gesagt, wir haben nichts dagegen, dass das Gateway im Eichrecht ist. Also wir wollen keine vollständige Herausnahme des Gateways aus dem Eichrecht. Ich glaube, das ist nicht nötig. Aber mit Blick auf den agilen Rollout, der auch ja im GNDEW vorgesehen ist, haben wir das Thema Software-Updates für diese Gateways. Das müssen wir uns anschauen. Software-Updates müssen zum Tagesgeschäft werden können, wie es bei allen digitalen Produkten eigentlich der Fall ist. Heute benötigen die Messstellenbetreiber oder die Gateway-Administratoren besser gesagt vor dem Aufspielen von diesen Updates auf die Gateways eine Freigabe durch die jeweiligen Landeseichämter der Bundesländer. Der Mehrwert dieses Prozesses ist aber
mindestens sehr zweifelhaft, weil die Updates bereits von der PTB und dem BSI vorher in einem Herstellerverfahren von uns geprüft werden. Also wir haben eine Doppelprüfung an der Stelle. Und das sollte einfach für die Zukunft vermieden werden und damit der Prozess gerade für den Betreiber der intelligenten Messsysteme vereinfacht werden. Um alles andere kümmern wir uns als Hersteller. Das ist kein Thema, das ist unser Business, das können wir. Also konkret, die Softwareaktualisierung von Smart Meter Gateways müsste von den Regelungen in § 40 Mess- und Eichverordnung und § 37 Mess- und Eichgesetz ausgenommen werden. Ein Vorschlag, wie sowas im Detail aussehen könnte, hat der ZVI auch schon mal aufbearbeitet und vorgelegt. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Wichtig ist, dass wir bei diesen Themen Softwareaktualisierung dann die Möglichkeit haben, direkt die Updates von uns als Hersteller an die Anwender zu geben und die direkt aufspielen dürfen. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit der Marktüberwachung, also wo man gucken kann, ob die Gateways sauber funktionieren, wie Herr Stock gerade auch schon gesagt hat. Da haben wir also eigentlich gar kein Thema. Wir geben nichts auf, wenn wir diese Doppelprüfung hingeben. Danke. Danke. Wollen Sie noch mal nachfragen, Herr Meserusch? Sie haben noch Zeit. Genau. Eine zweite Frage auch an Herrn Sauer zu einem anderen Thema, der Steuerbarkeit intelligenter Messsysteme. Welche Schritte halten Sie da noch für erforderlich, um genau die zu optimieren? Danke. Nochmal Herr Sauer, bitte. Danke sehr. Zweites Thema, was ich ja auch schon in unserem Statement gesagt habe, treibt uns ebenso genauso um. Wir brauchen ganz dringend Klarheit, welche Anforderungen regulatorisch an die Steuereinheiten gestellt werden. Wir hatten in 2021 begonnen mit einem breiten Konsultationsprozess zu diesen Anforderungen. Wir brauchen jetzt das Ergebnis daraus. Wir müssen uns da festlegen, um zu wissen, welche Anforderungen wir mit unseren Geräten final erfüllen müssen. Erst dann können wir dem Markt Testgeräte bereitstellen, die genau danach entwickelt sind. Und erst dann folgen alle weiteren Schritte bei unseren Kunden, bei den Anwendern, insbesondere der Aufbau der nötigen IT- und Backend-Systeme. Da haben wir auch noch mal was vor uns. Das heißt, je eher wir finale Geräte bauen können, desto besser und schneller kommen wir voran. Und deshalb ist regulatorisch diese Klarheit der Anforderungen an die Steuereinheiten so wichtig. Den Rest schaffen wir Marktteilnehmer alleine, aber genau an der Stelle kommen wir sonst nicht weiter. Danke. Danke. Dann kommen wir zu Frau Weiß, bitte, von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Herrn Pfeiffer und gerne ergänzend dann noch an den Herrn Rojan. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ja beide schon die Preisobergrenzen identifiziert als eine der zentralen Hürden, die noch bestehen. Und ich würde es gern einfach noch mal vertiefen. Wie wirken sich aus Ihrer Meinung die Preisobergrenzen, die jetzt gewählt sind, dann konkret auf den Smart Meter Rollout aus? Und welche Änderungen würden Sie vorschlagen, sowohl für die Standard- als auch für die Zusatzleistungen? Und vielleicht können Sie auch noch mal beschreiben, was im Prinzip seit dieser Berechnungsgrundlage aus dem Jahr 2012-13 auch alles noch draufgepackt wurde an zusätzlichen Anforderungen, die diese Preisobergrenze jetzt einfach das dazu führt, dass diese Preisobergrenze überarbeitet werden müssen. Herr Pfeiffer, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also der Messstellenbetreiber ist ja ein eigenständig buchhalterischer Geschäftsbereich im Rahmen oder innerhalb vom Verteilnetzbetreiber. Wie gesagt, wir refinanzieren uns rein über die Messentgelte, also über die preislich gedeckelten Preisobergrenzen. Aus der Kosten-Nutzen-Analyse im Jahr 2013 wurden diese Preisobergrenzen abgeleitet. Seitdem kamen stetige Anforderungen hinzu, beispielsweise das Thema sichere Lieferkette, also der Transport oder Anforderungen an den Transport, an den Montagevorgang, an die Lagerung. Es gab weitere Anforderungen an die Datenbereitstellung. Also auch hier müssen wir zukünftig, aktuell schon und auch zukünftig, deutlich mehr Daten im Rahmen der gleichen Leistungen erbringen. Zudem, ich hatte es erwähnt, gestiegene Materialpersonalkosten, auch Materialkosten im Zuge der Halbleiterproblematik und vor welcher Herausforderung wir stehen. Wir haben schon sehr hohe Investitionen getätigt in die Infrastruktur sowie in die technische Weiterentwicklungen. Wir haben die Systemprozessanpassungen vorgenommen, damit wir jetzt in den Rollout-Hochlauf starten können. Wir müssen bis zum Jahr 2030 über eine Million Smart Meter ins Netz bringen innerhalb von 8 Jahren. Und genau hier brauchen wir natürlich auch einen entsprechenden finanziellen Handlungsspielraum. Jetzt im jetzigen Entwurf kam noch erschwerend hinzu, dass nicht nur die
die Preisobergrenze für die Standardleistung nicht angepasst wurde, sondern es wurde auch für weitere Leistungen, also der Leistungskatalog des Messstellenbetreibers wurde erweitert um die sogenannten Zusatzleistungen, die ebenfalls bepreist wurden. Ein Beispiel, das Thema Wandlermessung. Hier liegen wir aktuell um ca. Faktor 2 in der Niederspannung von den Kosten neben der Preisobergrenze, die im Gesetz genannt wurde. Hier gab es keine Durchführung einer entsprechenden Kosten-Nutzen-Analyse. In genau das fordern wir, dass es eben auch nachgeholt wird, dass jetzt im aktuellen Entwurf auch wir diese Leistungen weiterhin gegen angemessenes Entgelt anbieten dürfen. Und ein weiterer Punkt, was dazu kommt, ist der Rollout bei den freiwilligen Kunden. Bisher oblag es dem Messstellenbetreiber, diese Kunden beispielsweise mit einem Verbrauch kleiner 6.000 Kilowattstunden mit einem Smart Meter ausstatten zu können, sofern es für den Messstellenbetreiber wirtschaftlich darstellbar wäre. Zukünftig sagt der Gesetzgeber, dass wir diese Fälle ausstatten müssen für eine Preisobergrenze von 30 Euro brutto im Jahr. Und wir sprechen darüber, dass die Preisobergrenze auch bei den Pflichtfällen, also bei deutlich höheren Preisobergrenzen, nicht auskömmlich sind. Das heißt, auch hier kommen deutlich weitere Anforderungen und Herausforderungen auf uns zu, was uns eben den finanziellen, den wirtschaftlichen Spielraum nimmt. Deswegen fordern wir eine sofortige Anpassung der POG durch Änderung der Bruttobeträge in Nettobeträge als ersten Schritt und dann in einem zweiten Schritt eine Kosten-Nutzen-Analyse, wo eben auch gerade nochmals diese weiteren Zusatzleistungen mit betrachtet werden und eben auch nochmal das ganze Thema der Systemnutzen auch für den Verteilnetzbetreiber nochmal mit betrachtet werden. Herzlichen Dank. Für Herrn Rujan ist leider keine Zeit mehr übrig. Machen wir dann vielleicht bei der nächsten Frage. Als nächstes Herr Herrmann, bitte, von den Grünen. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Enesco Garnier. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, die bestehenden oder bisher üblichen Summenzähler, registrierende Leistungsmessung, Wandlermessung durch virtuelle Summenzähler zu ersetzen, sofern intelligente Messsysteme installiert sind? Und das bitte vor allem mit dem Fokus auf das ja vom Wirtschaftsminister Habeck erklärte Hauptarbeitsfeld PV in Wohnquartieren. Das würde uns besonders interessieren. Wie essentiell ist es dafür? Gibt es andere Alternativen? Sind sie vielleicht rechtlich schon abgebildet? Sind sie im Gesetz da? Was müsste dort ergänzt und verändert werden? Vielen Dank für die Frage. Sehr gerne. Herr Garnier, bitte. Danke. Ja, also ein ganz konkretes Praxisbeispiel. Wir haben ein Wohnungsunternehmen Rhein Wohnungsbau in Düsseldorf, setzen dort ein Quartier um, 10 benachbarte Gebäude, ungefähr 100 Wohnungen, aber eben 10 verschiedene Netzanschlüsse. Und in so einem Fall müssen wir 10-mal einen Summenzähler mit Wandlermessung und Wandlerschrank installieren. Das bedeutet 10-mal ca. 9.000 Euro, also in Summe 90.000, 10-mal 70 Handwerkerstunden. Und das Ganze nur, um Werte zu messen, die wir virtuell sowieso schon verfügbar haben. Und wenn Sie dann rechnen, dass Sie dort PV-Anlagen drauf haben auf dem Dach, die vielleicht in Summe 150 Kilowatt Peak ausmachen, also ohne diese Technik 200.000 Euro kosten würden, dann 90.000 oben draufschlagen, können Sie sich vorstellen, dass ein großer Teil des deutschen Gebäudebestandes nur deswegen aus unserer Rasterprüfung rausfällt. Und es gibt dafür einfach keine netztechnische Begründung. Wir haben eben mit den Netzen Düsseldorf und einigen wenigen anderen bilaterale Verhandlungen geführt und Abstimmungen getroffen in aufwendiger Arbeit für beide Seiten. Das wäre nicht nötig, wenn im MSBG und im ENWG klargestellt würde, dass das bundesweit machbar ist. Wollen Sie noch mehr nachfragen, Herr Herrmann? Vielleicht, dass Sie mal möglichst anschaulich beschreiben für viele, die auch zuhören jetzt, wie wirkt so ein virtueller Summenzähler? Was bedeutet das für die Abgrenzung von direkt geliefertem Strom, erneuerbarem Strom im Quartier, vom ja weiterhin freier Wahl des sonstigen Stromlieferanten? Wie funktioniert das, dass Sie das mal ein bisschen anschaulich erklären? Das wäre mir sehr lieb. Bitte, Herr Garnier. Sehr gern, vielen Dank. Absolut, also da zeigen sich auch weitere Vorteile. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir wieder ein Gebäude nehmen, ich nehme jetzt mal 10 Wohneinheiten und 8 der Mieterinnen dort möchten den Solarstrom nutzen, 2 nicht, dann habe ich mit dem virtuellen Summenzähler die Situation, dass für die 8, die das nutzen möchten, ich über das intelligente Messsystem 15 Minuten scharf überwachen kann, was der Stromverbrauch ist und was die Produktion der PV-Anlage ist und kann das dann 15 Minuten scharf netzdienlich präzise bilanzieren. Dadurch ergibt sich auch eine höhere Netzstabilität, weil der Netzbetreiber auch 15 Minuten scharf weiß, wie das Saldo letztlich von Verbrauch und Produktion ist. Die Mieter, die nicht mitmachen wollen, sind davon nicht betroffen, brauchen auch nicht unbedingt ein intelligentes Messsystem und können sich einfach dagegen entscheiden. Das erleichtert auch den Wechsel für Kunden rein und raus in die Versorgung.
Heute ist es so, wir haben den physischen Summenzähler. Der Verbrauch von allen Mieterinnen im Haus wird in Summe erfasst. Und dann muss ich aufwendig unter Zuhilfenahme der Daten der Kunden, die nicht mitmachen, herausrechnen, was der eigentliche Solarstromverbrauch der Kunden ist. Das heißt, wir würden nicht nur Kosten sparen durch den virtuellen Summenzähler, sondern auch die Datenintegrität erhöhen und die Präzision der Bilanzierung für die Netzbetreiber verbessern. Herzlichen Dank. Damit wären wir bei Herrn Stockmeier, bitte. Entschuldigung, Herr Bernhard. Herr Bernhard, bitte. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich gleichermaßen an den Herrn Bögelein und an den Dr. Engelke, also dieselben Fragen. Und zwar, denke ich, besteht ja Konsens, dass die Smart-Miete, die erfassten Daten, tiefste Einblick in das Privatleben der Bürger ermöglichen. Das ist ja auch bestätigt worden durch eine Studie des Bundesforschungsministeriums. Also von daher sollte daran kein Zweifel bestehen. Jetzt ist das Ziel des Gesetzgebers hier oder der Regierung hier besser gesagt, dass die Stromkosten sinken sollen und die Netzstabilität erreicht oder erhöht werden soll. Und da stellen sich jetzt natürlich die Fragen, sind die abgefragten und übermittelten Daten eigentlich überhaupt geeignet, diese Zielsetzung tatsächlich zu erreichen? Die zweite Frage ist, ist aus Ihrer Sicht sichergestellt, dass im Gesetzentwurf, dass die Daten von den legalen Empfängern, also beispielsweise dem Netzbetreiber, nicht weitergegeben oder zu anderen Zwecken verwendet werden? Die nächste Frage ist, wie sehen Sie das Risiko, dass die Daten gehackt oder gestohlen werden? Also die werden ja übertragen, entweder über das Stromnetz von Haus zu Haus oder über Funk. Wie sehen Sie da das Risiko? Und dann hatten Sie, Herr Bögelein, ja auch gesagt in Ihrer Ausführungen, dass Sie der Meinung wären, dass eine Datenzusammenführung an einem zentralen Knotenpunkt, wo man ja dann eine Anonymisierung erreichen könnte, wäre das nicht der sinnvollere Weg, es so zu tun, damit die Daten der Bürger geschützt sind? Danke. Herr Bögelein, bitte. Also ich sehe es im Grunde so, dass der Gesetzgeber hier an der Stelle auch von dem vorherigen Entwurf gut nachgebessert hat. Also ich sage, im Großen und Ganzen haben wir die Datenschutzthemen tatsächlich nur in ein paar Spezialanwendungen sozusagen, wo man sagen, da kommen wir in Schwierigkeiten. Was ich hier eigentlich genau kritisiert habe, war daher, dass wir viel Datenverkehr produzieren, der dann tatsächlich dann sofort weggeschmissen wird, was wir auch gesetzlich eben dann geregelt haben, indem das da unten drin steht, ja, die Netzzustandsdaten müssen nach der Übertragung unmittelbar gelöscht werden. Also so in der Art ist der Wortlaut. Und man muss halt bedenken dabei, dass die Datenübertragung trotzdem Energie kostet an der Stelle. Ja. Und da kann man sich halt überlegen, indem dass man halt einfach weniger Daten überträgt, wenn man sie sowieso nicht braucht. Ja. Und man kann sich halt überlegen, ob man Möglichkeiten schafft, dass man eben einfach bestimmte Daten in bestimmten Auflösungen, Skalierungen eben dann aktiv aus diesen Liegenschaften holt. Ja. Das ist eigentlich an der Stelle der Kritikpunkt gewesen und nicht, dass wir da datenschutztechnisch jetzt ein Riesenthema hätten. Ja. Wo wir Probleme kriegen, ist tatsächlich bei diesen Mehrwertdiensten, weil da haben wir eine echte Situation, dass wir da noch keine ausreichende Regelung haben innerhalb von der, des Gesetzesvorschlags. Und wir einfach in der Situation haben im Wohnungsmarkt, dass die Leute halt einfach unter Druck diese Datenschutzerklärungen unterschreiben müssen. Und da ist es halt die Frage, ob man dann eben auf so einem aufgeheizten Wohnungsmarkt wie in Berlin dann halt auch wirklich da die Rechtssicherheit an der Stelle gewährleisten kann, wenn man einfach nicht sagt, zum Beispiel Submetering-Daten und so weiter, kriegen einfach dann eine klare gesetzliche Regelung noch zusätzlich. Und ermächtigt sozusagen die auch Submetering-Anbieter zum Beispiel von den Stellenbetreibern die Daten zu holen, ist halt zum Beispiel, was man jetzt in dem Kontext auffällt. Das war's. Danke, es sind 17 Sekunden, 5 machen keinen Sinn. Dann kommen wir zu Herrn Stockmeier, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Becker von Bredow. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass wir dann unter anderem Energieversorger verpflichten, flexible Stromtarife anzubieten. Und wir verbinden damit die Hoffnung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf diese Angebote dann auch reagieren. Was mich interessieren würde, ist nochmal die Perspektive des ZVEI darauf, welche marktlichen
Angebote, welche marktlichen Perspektiven sich auch wirklich in der ganzen Bandbreite jetzt durch diesen Smart Meter Rollout ergeben. Also ich könnte mir vorstellen, da sind auch einfach noch viele Anwendungen und viele neue Geschäftsmodelle in der Pipeline, die auch für das Auditorium hier von Interesse sein könnten. Vielen Dank. Danke. Herr von Brilo, bitte. Vielen Dank für diese Frage. Ich würde gern zwei Ebenen ein bisschen unterscheiden, wenn wir über diese Perspektiven sprechen. Das eine ist der direkte Nutzen, der entstehen kann bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, einfach durch die intelligenten Messsysteme, da sie für die Endkunden eine bessere Informationsbasis über ihr jeweiliges Verbrauchsverhalten schaffen. Und diese bessere Informationsbasis bezieht sich im ersten Schritt natürlich auf Strom, kann in weiteren Schritten aber auch Mehrwertdienste wie Gas, Heizung, Wasser, also Warmwasser, umfassen. Und diese strukturierten und aufbereiteten Daten sind letztlich eine Basis für bewusstere Entscheidungen, für bewussteres Verbrauchsverhalten, für die Anpassung des Verbrauchsverhaltens, für den Einsatz von Energieeffizienz, für vielleicht auch die Umstellung und den Nutzen von Eigenerzeugungslösungen. Alles Beispiele, die jetzt hier ja auch heute schon angesprochen wurden und am Tisch sitzen. Dadurch wird eine Basis geschaffen, dass Endkunden nicht nur an der Energiewende partizipieren, sondern eben auch nachvollziehen können, was ihr eigentlicher Beitrag dabei sein kann. Und deswegen sitzen wir heute hier, intelligente Messsysteme sind eben der Schlüssel für genau diese Fragen und eben auch der Schlüssel für die Nutzung dynamischer Stromtarife oder gegebenenfalls dynamischer Netzentgelte. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen. Dynamische Strompreise und die damit verbundenen Dienstleistungen müssen sich erst entwickeln. Da gibt es bereits Ansätze, Beispiele, was bereits sich im Markt oder im Markt ist viel Bewegung. Für alle weiteren, die sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, schauen Sie sich einfach die zeitvariablen Wärmepumpentarife an. Ein Instrument, das seit Jahren etabliert ist, was genutzt wird, vielfach genutzt wird von denjenigen, die Wärmepumpen bereits installiert haben. Und da reden wir von 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde für den für Stromverbrauch, der reduziert wird oder die reduziert werden. Es gibt eben, wie gesagt, auch Beispiele für dynamische Stromtarife, die bereits auf Börsenstrompreise aufsetzen. Wenn Sie sich dann anschauen, wie der Tagesverlauf ist an der Strombörse, da sind 10 Cent pro Kilowattstunde einfach auch als Schwankung mal drin. Und wenn Sie das umlegen auf einen Haushalt und das vergleichen mit dem Haushaltsstrompreis im Jahr 2022, erstes Halbjahr zum Beispiel, da lagen wir bei etwa 37,5 Cent, davon waren 14,5 Cent Beschaffung und Vertrieb. Wenn Sie es schaffen, als Haushalt über den Tagesverlauf ihren Stromverbrauch anzupassen und nur 2 bis 4 Cent daraus holen, dann macht das 10% ihrer Stromrechnung aus. Anderes Beispiel, dynamische Netzentgelte. Auch da gab es von der ehemaligen Bundesregierung, von der Vorgängerregierung einen Aufschlag, um sich diesem Thema zu nähern, was jetzt die BNetzA über 14a, über das Festlegungsverfahren gerade versucht zu regeln. Da wurde festgestellt, dass, oder war da die Ausgangshypothese, dass 1,5 Cent pro Kilowattstunde für dynamische Netzentgelte anzusetzen sind. Auch da reden wir dann von einer Ersparnis über das Jahr von vielleicht 100 Euro pro Stromkunden. Dazu kommt der indirekte Nutzen, der sich einfach daraus ergibt, dass wir bessere Netzzustandsdaten haben und eine höhere Netzstabilität, die allen Verbrauchern zugutekommt und nicht nur denjenigen, die intelligente Messsysteme verbaut haben. Herzlichen Dank. Nun der Bernd Rixiger für die Linken, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin ja jetzt nur in Vertretung hier, aber meine Frage geht an den Herrn Bögelein. Aus welchem Grund soll das Smart Meter Gateway im ungemessenen Bereich verbaut werden und welche Konsequenzen hat das? Wie beurteilen Sie? Genau, vielen Dank, weil das konnte ich vorher nicht mehr ausführen. Herr Bögelein, bitte. Genau, danke für die Frage. Ja, es ist tatsächlich so, es gab da 2011 einen Entwurf mit so einer ursprünglichen Idee, dass man eben da Forecaster-Systeme ermöglicht. Und das heißt auch in den Kommentaren, die Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Messsystems unabhängig von der Verwendung von Systemen mit sogenannter Breaker-Funktion. Ja, das war der Kommentar, der eben dann damals abgesetzt worden ist. Das ist aus der Zeit tatsächlich noch drin. Es hat sich inzwischen eigentlich herausgestellt, dass man eben diese Abschaltungen auch rechtlich, sozial und haftungstechnisch auch nicht durchführen kann.
Und das ist aber Sache, die, also die Messstellenbetreiber selber, die forcieren natürlich die Thematik, dass man die im ungemessenen Bereich verbaut, weil sie dadurch die Anlagensicherheit eher gewährleisten können. Deshalb wird das wahrscheinlich auch der Standardeinbau voll werden. Ja. Es gibt aber auch Anlagen, die einfach noch so alt sind und noch alte Stromzähler drin haben, kleinere Stromzähler drin haben. Im Raum Köln fällt mir das als Beispiel ein. Dort ist es dann tatsächlich so, wenn man dann dort eben diesen Zähler tauschen müsste, dann entstehen wirklich nicht unerhebliche Kosten, weil ein Zählerschrank zu wechseln, da ist ein bisschen Rattenschwanz auch dabei, weil es muss ja dann alles auf VDE-konform installiert werden. Und das sind vor allem auch ja, das sind vor allem auch Systeme, die wirklich sehr alt sind, in Altbauten, die im Grunde eigentlich sowieso ja, sehr niedrige Mieten auch haben. Und da schlägt es dann wirklich für die Mieter zu Buche an der Stelle. Und deshalb genau habe ich dann eben angeregt oder deshalb will ich anregen, dass man einfach diese Einschränkung aus dem Gesetz entfernt, ja, und dass man eben im gemessenen sowohl auch im ungemessenen Bereich verbauen darf. Und das dürfen dann die Messstellenbetreiber zusammen mit den Kunden dann vor Ort entscheiden, wo das dann genau verbaut wird. Ja. Ein schöner Grund ist auch noch zum Beispiel, danach dürfte das Smart Meter Gateway auch von jedem qualifizierten Elektrobetrieb verbaut werden. Da könnte man einfach nochmal ein bisschen aufs Gas treiben, ja, also an der Stelle, weil eben dann die Messstellenbetreiber nicht die einzigen sind, die eben diese Smart Meter Gateways verbauen dürfen. Da hätte man eben noch mehr qualifizierte Fachpersonal sozusagen an der Stelle. Genau. Dann haben wir noch andere Situationen gehabt, wo die Einbausituation vor Ort sehr eng ist, wenn wir mehrere Steuerboxen haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das aktuell geplant ist. Man hat im Grunde diese moderne Messeinrichtung, und auf dieser modernen Messeinrichtung, das hat die Größe von einem normalen Stromzähler, wird dann praktisch das Smart Meter Gateway aufgesetzt und etwaige Steuerboxen werden dann direkt daneben verbaut sozusagen. Und ja, und das kann halt auch sehr eng werden in dem Zusammenhang. Und wenn man eben dann einfach einen vorkonfektionierten Schrank hat, den man einfach daneben noch setzt, im ungemessenen Bereich, ist halt in dem Fall eine sehr einfache und eine kostengünstige Lösung. Keine Nachfrage, dann kommen wir jetzt in die zweite Runde. Da sind wir jeweils bei 3 Minuten, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Zeit dann anders läuft. So, dann wäre die erste Frage wieder von Herrn Meserosch, bitte. Danke. Die richtet sich an Herrn Engelke. Das Thema Preisobergrenze ist oft gefallen. Wie bewerten Sie das aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern, auch gerade was die langfristige Entwicklung angeht? Und haben Sie da noch Vorschläge, wie man gesetzgeberisch darauf reagieren sollte? Engelke, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Meserosch. Die Bundesregierung will ja jetzt die Preisobergrenze für intelligente Messsysteme für private Haushalte ja in der Regel auf 20 Euro deckeln, für bestimmte Fälle auf 50 Euro deckeln. Das ist richtig, weil dadurch das System intelligente Messsysteme zusammen mit den variablen Stromtarifen, dynamischen Stromtarifen eben attraktiv werden für die privaten Verbraucher und Verbraucherinnen. Aber damit könnte das unseres Erachtens bald vorbei sein wieder, weil im aktuellen Gesetzentwurf hat die Bundesregierung nämlich einzelne oder alle Preisobergrenzen schon in 2025. Und dann alle 4 Jahre kann das Wirtschaftsministerium diese Preisobergrenzen wieder anpassen. Und das heißt anpassen, natürlich auch nach oben anpassen. Ob das der Gesetzgeber so gewollt hat, lasse ich mal dahingestellt. Aber dieser Punkt muss aus unserer Sicht dringend klargestellt werden, dass und zwar dahingehend, dass die Preisobergrenzen frühestens ab 2027 angepasst werden können und dann auch nur mit 2% pro Jahr. So, das heißt, dass dann auch die privaten Haushalte eine Perspektive haben, dass tatsächlich diese niedrigen Preise perspektivisch auch Bestand haben, um diese Attraktivität zu haben. Weil ich sage mal so, unser Referenzwert sind ja die Kosten für den Ferraris-Zähler, der ja aktuell noch stark verbaut ist, und die liegen ungefähr bei 13 Euro. Deswegen halten wir von höheren Preisobergrenzen gar nichts, weil das einfach unattraktiv wird für die privaten Verbraucher. Und dann ist der Rollout für uns nicht mehr positiv zu bewerten. Zusätzlich müssen aber auch die Entgelte für intelligente Messsysteme im agilen Rollout auf 20 Euro pro Jahr gedeckelt werden. Und auch
Entgelte für intelligente Messsysteme, die aus Bestandsschutzgründen den technischen Anforderungen noch nicht entsprechen, müssen ebenfalls auf 20 Euro gedeckelt werden. Nicht richtig ist aus unserer Sicht, dass die Absenkung der Preisobergrenzen zu stark ansteigenden Netzentgelten führen kann. Und das betrifft dann auch die privaten Haushalte, die keine Smart Meter haben. Die Netzbetreiber sollen ja in Zukunft einen Teil des Entgelts für den Messstellenbetrieb übernehmen. Und dieser Teil sollte aber eigentlich geringer ausfallen als die einfache Differenz zum Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher. Danke, Herr Engelke. Sie sind am Ende der Zeit. Als nächstes machen wir beim nächsten Mal dann, Herr Weiß. Herr Engelke, bitte. Nee, Entschuldigung, Weiß. Frau Weiß, bitte. Okay. Ja, ich wollte eigentlich den Herrn Rojan bitten, was zu Paragraph 14a ENWG und dem Spannungsfeld, das da möglicherweise besteht, zum aktuellen Gesetzentwurf zu sagen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Sie vielleicht ein, zwei Anmerkungen zu dem haben, was Herr Dr. Engelke gerade gesagt hat, also gerne auch noch da. Und dann bitte noch die Frage an den Herrn Stock. Der VKU hat ja einen Vorschlag gemacht, wie es möglich wäre, die Entgelte für den Messstellenbetrieb jetzt direkt in der Messentgeltsystematik zu berücksichtigen. Könnte Sie da ein paar Sätze dazu sagen, warum das aus Ihrer Sicht nicht in Konflikt steht mit der Rechtsprechung des EuGH, der aktuellen? Danke. Herr Rojan, bitte. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich fange sehr gerne erst mal mit der Frage der Preise und der Preisobergrenzen an. Ich verstehe natürlich genau den Wunsch der Kundinnen und Kunden, der Bürgerinnen und Bürger nach möglichst niedrigen Kosten. Wer möchte das nicht? Ich denke, das ist aus meiner Sicht eine Frage der Entscheidungsqualität in diesem Prozess. Ich halte nicht so viel davon, zu sagen, ich starte mit einer Vorfestlegung bezüglich des Preises und schaue dann hinterher, ob das bei den Kosten auch passt. Ja, also die vielbeschworene schwäbische Hausfrau, aber auch jeder deutsche Mittelständler weiß, ich sollte üblicherweise erst wissen, wie viel ich verdiene, auf Basis realistischer Kosten, damit hinterher auch ein bisschen mehr übrig bleibt, als ich ausgegeben habe. Sonst wird das einfach schwierig mit der Nachhaltigkeit. Also unsere Empfehlung, zeitnah, möglichst zeitnah Bestimmung der tatsächlichen heutigen Kosten, auf der Basis Bestimmung realistischer Preisobergrenzen. Sonst wird das Ding einfach nicht fliegen. So, und wenn sich herausstellt, die Preise für eine bestimmte Leistung sind niedrig, dann können die Kosten sind niedrig, dann sind die Preise niedrig. Sind die Kosten hoch, dann müssen wir sehen, wie wir die Kosten runterkriegen. Aber erstmal wünscht ihr was bei den Preisen zu spielen, bringt uns nicht voran. Also daher die Empfehlung der vorgezogenen Kosten-Nutzen-Analyse und die Kostenbeteiligung der Verteilnetzbetreiber und einen entsprechenden Umlagemechanismus, der natürlich sinnhaft ausgestaltet sein muss, ist aus unserer Sicht dann ein sehr sinnvolles Mittel, um die Anschlussnutzerinnen und Anschlussnutzer nicht über Gebühr zu belasten. Stock, Sie hätten noch ein paar Sekunden. Ja, dann mache ich mal schnell. Vielen Dank für die Frage, Frau Weiß. Also, was wir uns vorstellen, ist zumindest ein Programmsatz, beispielsweise im 7c MSBG, dass die Kosten vollständig und ohne Zeitverzug anzuerkennen sind. Man könnte das auch kombinieren mit einer Festlegungskompetenz für die BNetz A. Uns ist auch klar, der ursprüngliche Weg, wie man es vielleicht früher gemacht hätte, eine neue Nummer in Paragraph 11 Absatz 2 ARGV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten, da gehören sie eigentlich hin, die 80 Euro, geht nicht wegen EuGH-Urteil, aber wir müssen zumindest eine Orientierung der BNetz A liefern und die Möglichkeit, da was zu tun. Danke. Danke. Die nächste Frage stellt Frau Ulig für die Grünen, bitte. Herr Herrmann übernimmt. Ja? Macht ja Herrmann. Herr Dankeschön, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich würde zunächst die Möglichkeit noch mal an den Bundesverband Verbraucherzentrale, Herrn Engelke, geben, noch mal kurz eine Minute auszuführen zu dem nicht ganz zu Ende gekommenen Erklärung, weil ich sie für sehr wesentlich halte für die breite Akzeptanz. Und dann Herrn Demski bitten, eine Einschätzung abzugeben, woran man Ihrer Meinung nach erkennen kann, ob die Höhe der Preisobergrenzen auskömmlich oder gerechtfertigt ist. Sicherlich eine schwierige Einschätzung. Vielleicht können Sie dazu was sagen, bitte. Herr Engelke. Vielen Dank, Herr Herrmann. Die
Die Differenz, die Preisobergrenze zum Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher soll ja von den Netzbetreibern übernommen werden. Das bedeutet aber, dass auch die Haushalte, die ja keine Smart Meter haben, dann an diesen Kosten beteiligt werden. Deswegen schlagen wir vor, dass dieser Anteil aus Steuermitteln finanziert wird, weil man dann zumindest noch mal da eine soziale Komponente einbauen kann. Deswegen, also wir plädieren für Finanzierung dieses Anteils aus Steuermitteln. Vielen Dank. Herr Demski, bitte. Ja, vielen Dank. Das Gesetz arbeitet ja mit Preisobergrenzen. Und da kann eigentlich keiner genau wissen, ob die jetzt zu hoch oder zu niedrig angesetzt sind. So, was soll man da machen? Dann gibt es halt, das basiert auf einer Studie von 2013, und dann gibt es den Vorschlag, man kann ja mit Preisindizes arbeiten und gucken, wie haben sich die Preise seitdem entwickelt. Aber es ist auch nicht einfach, weil die Preise für Energie gehen seitdem nach oben und die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen gehen aber nach unten seitdem. Also welchen soll man da nehmen? Das hilft, glaube ich, nicht weiter. Sie haben im Endeffekt im Gesetz drei Frühwarnmechanismen, auf die man sich, glaube ich, verlassen kann. Das erste ist der wettbewerbliche Messstellenbetrieb. Wenn wir nach Verabschiedung des Gesetzes sehen, dass die entweder Preise aufrufen, die viel höher sind als die Preisobergrenze oder auch viel niedriger als die Preisobergrenze, dann könnte man noch mal nachsteuern. Das zweite Frühwarnsystem ist die Übertragung der Grundzuständigkeit. Das heißt, ein grundzuständiger Messstellenbetreiber, der merkt, ich schaffe das nicht, der wird dann nicht in die Insolvenz geschickt, sondern der macht dann eine Ausschreibung nach dem Gesetz und fragt, gibt es da draußen jemand, der es kann zu diesem Preis? Und nur wenn sich dann keiner meldet, dann muss man noch mal neu gucken. So. Das heißt, das wäre auch noch mal ein Frühwarnsystem, wenn das passiert, und das ist in den letzten 8 Jahren meines Wissens nie passiert, dann könnte man sich die Preisobergrenzen noch mal anschauen. Und das dritte Frühwarnsystem haben wir jetzt, dass das BMWK ja Analysen und Berichte anfertigen kann. Und da kann dann auch jeder seine Kostenstruktur vielleicht mal offenlegen. Und dann kann das BMWK immer noch gucken, ist das individuell geprägt oder sind das eben breitere Trends, die da greifen. Also wenn Sie als Abgeordnete den richtigen Preis kennen, dann schreiben Sie den ins Gesetz. Wenn Sie den wie alle anderen auch nicht kennen, dann vertrauen Sie vielleicht lieber auf diese drei Frühwarnmechanismen. Die würden Ihnen das früh genug noch mitteilen. Besten Dank. Danke. Herr Bernhard, bitte, von der AfD. Ja, ich will mich dann gleich anschließen und noch mal den Dr. Engelke fragen, und zwar genau noch mal zu den Kosten. Es gibt ja eine Studie von Ernst & Young im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, die bei der Kosten-Nutzen-Analyse zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sich mit intelligenten Zählern in Durchschnittshaushalten keine Kosten einsparen lassen, dass die Kosten sogar die möglichen Einsparungen erheblich übertreffen und eine Einbauverpflichtung als unzumutbar bewertet wird in diesem Dings. Wenn wir dann auch noch ins Ausland schauen, beispielsweise australische Verbraucherorganisationen, wo es eben den Smart Meter schon gibt, die kritisieren, dass mit der Einführung der Smart Metering die Kosten massiv gestiegen sind und insbesondere ärmere und ältere Familien benachteiligt seien. Schauen wir mal ins Nachbarland Österreich. Da sagt der österreichische Verbraucherverband, dass durch die Einführung maximal 23 Euro pro Jahr pro Haushalt gespart werden können. Die Energieversorger gehen sogar nur von 12 Euro aus. Ich gehe auch davon aus, Herr Dr. Engelke, dass sich Ihre 20 Euro, die Sie da das deckeln möchten, dauerhaft sich natürlich auch in diesen Werten orientieren. Jetzt haben wir ja aber die tatsächliche Tatsache, dass das weit über 100 Euro kosten wird pro Jahr. Dass auch erhebliche Kosten, insbesondere für den Umbau von den Schränken, also die in mehrere tausend Euro reden wir da an Umbaukosten. Jetzt frage ich Sie, wie viel Finanzmittel rechnen Sie denn, sind dafür erforderlich, um dauerhaft quasi diese Subventionierung zu machen, dass dieser Preis von 20 Euro gehalten werden soll? Das soll ja über Steuergelder finanziert werden aus Ihrer Sicht. Und wer soll denn die Umbaukosten für die Schränke bezahlen? Wie ist da Ihr Vorschlag? Herr Dr. Engelke. Ja, vielen Dank. Wir haben auch vor Jahren eine eigene Studie mal gemacht und haben auch das Ergebnis bekommen, dass unter den damaligen Annahmen sich für die meisten Haushalte die Smart Meter eben nicht rechnen. Jetzt geht es in die richtige Richtung mit einer Absenkung auf 20 Euro pro Jahr. Aber für uns ist natürlich entscheidend, das Paket aus Kosten für das intelligente Messsystem
und den entsprechenden variablen Stromtarifen. Die kennen wir natürlich noch nicht, weil es die überwiegend noch nicht gibt. Und nur dann, wenn dieses Paket unter dem Strich positiv ist, unterstützen wir auch die Smart Meter. Auf der anderen Seite wissen wir, dass man zum Beispiel für die steuerbaren Verbrauchsgeräte die Smart Meter natürlich braucht. Dann sind noch die Zählerschränke angesprochen. Das ist richtig. Das ist, wir haben Zahlen, dass die Kosten für einen neuen Zählerschrank, der fällig wird, der fällig werden kann, beim Einbau eines Smart Meters bis zu über 1.000 Euro betragen kann. Diese Kosten sind natürlich kurz- und mittelfristig auch bei günstigen variablen Stromtarifen nicht wieder reinzuholen. Und deswegen plädieren wir auch da, dass wir da eine staatliche Unterstützung brauchen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Stockmeier für die FDP, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte die Frage wieder an Herrn Becker von Bredow. Und ich denke, ich kann sie ziemlich kurz und knapp formulieren. Das Thema der Sicherheit der Datenübertragung ist schon ein paar Mal aufgerufen worden. Was ist die Perspektive des ZVEI auf dieses Thema? Vielen Dank. Herr von Bredow, bitte. Vielen Dank. Wenn ich nur auf die Datensicherheit schaue und mir anschaue, was in den letzten 8, 10 Jahren in Deutschland passiert ist, dann haben wir relativ hohe Sicherheitsstandards angelegt an einen Prozess, der weit in die Zukunft gerichtet war. Heute wird dann gern mal, können Sie auch allerorten lesen, gesagt, wir hinken bei der Digitalisierung der Netze hinterher. Das ist ein Stück weit richtig, ist aber eben auch genau in dieser Sache begründet, dass wir relativ hohe Standards von Anfang an angelegt haben. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was im europäischen Kontext passiert, Cyber Security Act und so weiter und so fort, dann wird genau auf diese hohen Standards auch referenziert. Andere Länder sind schneller, was den Ausbau, das Ausrollen intelligenter Zähler angeht, aber nicht intelligenter Messsysteme, wie wir das in Deutschland vorhaben, mit eben genau dieser Möglichkeit, auch Preissignale zu übersenden, Steuersignale zu übersenden. Das sind alles Aspekte, die in anderen Ländern in der Form gar nicht stattgefunden haben und an die einfach höhere Sicherheitsanforderungen gestellt werden müssen. Denn diese Smart Meter Gateway sind die Schnittstelle ins Stromnetz und damit Teil einer kritischen Infrastruktur und müssen auch als solche betrachtet und geprüft werden. Und da ist in den letzten Jahren auch auf Basis des damaligen Gesetzentwurfs oder des damaligen MSBG eine Struktur entstanden mit hohen Anforderungen seitens der BSI, ein Prüfstandard, der international auch wirklich hoch anerkannt ist und dem sich auch andere kritische Infrastrukturelemente, Komponenten stellen müssen. Und dem sich auch jetzt eben die Smart Meter Gateway stellen müssen. Und dementsprechend, was die Cybersicherheit angeht, mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Natürlich sprechen wir immer von einer Infrastruktur, die angegriffen werden kann, aber wo wir eben, und das war ja heute auch schon Thema, über entsprechende Software-Updates, die hoffentlich dann auch schnell zum Tragen kommen können, gegensteuern können. Also noch einmal, das Sicherheitsniveau in Deutschland, das angesetzt wurde, wurde vielfach belächelt, aber mit im Rückblick, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, wie die Diskussionen auf europäischer Ebene stattfinden, kann man sagen, ist das, was 2015, 2016 passiert ist, wegweisend gewesen. Danke. Herr Rixinger, bitte. Ja, vielen Dank. Eigentlich wollte ich auch noch mal zum Datenschutz eine Frage stellen, also welche Probleme auftreten könnte. An den Herrn Bögelein. Das haben Sie aber vorher schon irgendwie aufgegriffen. Höchstens, Sie wollten da noch mal Ihre Ausführungen erweitern. Ansonsten würde ich Ihnen die Frage stellen, die jetzt auch schon vielfach im Raum stand, welche Kosten und Nutzen der Dienstleistungen, die über das Smart Meter Gateway abgerechnet werden, treten für die verschiedenen Akteure auf, die da im Rennen sind. Ja, bitte schön. Genau, das Thema Datenschutz hatte ich vorher schon ausgeführt, richtig. Vielleicht noch ein Punkt eben zu der Cyber Security an der Geschichte. Es ist tatsächlich, also ich sehe es ein bisschen kritisch, dass die Struktur dort eben von sehr wenigen Akteuren nur betrieben wird. Also die GBA-Sätze im Wesentlichen, da gibt es nur wenige davon. Wenn wir dort einen Leak haben, dann haben wir tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten. Also da wäre es mir recht, wenn man da ein bisschen dezentralere Strukturen schafft, also sprich mehr GBAs einführt. Dann hat man einfach das Thema, wenn halt einer mal einen Sicherheitsleak hat, dann ist nicht gleich ein großer Teil der Infrastruktur betroffen. Das ist das Einzige, was man da tatsächlich kritisieren kann. Sonst sind die technischen Standards da unglaublich hoch. Ich entwickle tatsächlich die Geräte selber. Ich kann dann meinen Kollegen von zwei nur wirklich nur beisteuern an der Stelle.
die Kosten und Nutzen der Dienstleistungen. Man muss überlegen, mit den Preisobergrenzen, man hat mehrere Möglichkeiten, wie man da jetzt agiert. Also man kann zum Beispiel auch überlegen, ob man jetzt einfach die Tauschfristen von den Geräten erhöht. Also ich kenne die meisten Wirtschaftlichkeitsabschätzungen, die ich kenne, die rechnen natürlich auch mit Gerätetausch, teilweise auch schon nach 5, 6, 7 Jahren. Vielleicht können wir überlegen, ob man einfach so ein Smart Meter Gateway auch so mal 15 oder 20 Jahre in der Liegenschaft lässt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man kann auch grundsätzlich mal versuchen, auch wie gesagt, so Prozesskosten eben zu optimieren. Die Lieferkette ist vorher gefallen. Das war früher ein größeres Thema. Da ist auch gut nachgearbeitet worden, finde ich. Und das sind einfach Denkansätze, die man an der Stelle hat. Also bevor man jetzt einfach stur jetzt einen Preis wieder erhöht, einfach mal an anderen Ecken und gucken, was man eben hat. Eine Sache wäre da zum Beispiel auch dieses Eichrecht. Da ist tatsächlich aus meiner Sicht zu prüfen, ob man überhaupt ins Eichrecht fallen muss. Ja? Weil so wie ich das eben verstehe, ist es so, dass man das Problem hat, weil im Smart Meter Gateway der Messpunkt oder der Messwert erst gebildet wird. Das heißt, Kilowattstunde kommt vom Stromzähler und der Zeit kommt dann vom Smart Meter Gateway. Das wird da drin zusammengeführt. Und dann sind wir eben erst eichrechtlich erst in der Thematik. Man könnte zum Beispiel an der Stelle einfach mal fordern, ja, jeder Stromzähler muss jetzt Datum und Messwert an Smart Meter Gateway übermitteln und das Smart Meter Gateway ist praktisch nur ein echtes Gateway, ja, so wie es auch heißt. Und dann hätte man nämlich tatsächlich auch auf die ganzen europäische Sicht, also da ist ja auch eine Normung in der Mache aktuell, hätte man da auch weniger Widerstände. Ja. Okay. Jetzt ist Herr Miserosch von der SPD nochmal dran, bitte. Ich denke, ich werde versuchen, zwei Fragen unterzubringen. Die erste nochmal an Herrn Sauer. Datenschutz ist super wichtig und die Sicherheitsanforderungen an die Messsysteme sind hoch. Dennoch gibt es vereinzelte, aus meiner Sicht leider sehr laute Stimmen, die dieses Zerrbild des totalen Überwachungsstaats in dem Zusammenhang zeichnen. Sie kennen die Technik und die Regulatorik. Wie ist Ihre Einschätzung, was diese Angst angeht? Ja, danke, Herr Miserosch. Herr Sauer, bitte. Entschuldigung, danke schön. Danke für die Frage, Herr Miserosch. Das Thema kam ja schon auf, aber wir haben ja hier zumindest in diesen Reihen schon mal eine große Einigkeit festgestellt. Das beruhigt mich schon mal sehr. Ich würde sagen, die Sicherheitsanforderungen an Smart Meter Gateway sind genau richtig. Zum einen der Cybersecurity-Ansatz und die Zertifizierung durch das BSI sind heute ja wirklich alternativlos. Also das haben wir gerade auch schon gehört. Das ist absolut vernünftig, wenn wir eine Kommunikationsplattform für die Energiewende bauen wollen, die unseren Alltag auch beeinflussen wird, die Steuerung von E-Autos und so weiter. Das sollten wir nicht mit beliebiger Technik und beliebigem Sicherheitsniveau machen. Deshalb ist es richtig. Zum anderen das Thema Datenschutz. Das ganze Thema steht seit Anbeginn des Messstellenbetriebsgesetzes ganz hoch im Kurs. Es ist auch das Ursprungsgesetz wurde mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz designt. Wir haben damals ein Mindestmaß an Daten definiert, die für festgelegte Zwecke an festgelegte Akteure versendet werden dürfen. Das betrifft vor allem die Abrechnung und die Netzführung. Mit dem GNDEW wird der Datenschutz jetzt sogar noch ergänzt und konkretisiert. Löschung, Anonymisierung, Pseudonymisierung, weitere Zweckbindungen. Und die Datenhoheit liegt immer beim Kunden. Er kann entscheiden, ob er mehr Daten für gewisse Services freigeben will oder nicht. Die Default-Einstellung ist aber immer datensparsam. Von daher glaube ich, wir haben hier eine sichere, datengeschützte Kommunikationsplattform und ganz sicher kein Big Brother. Und man muss das datenmäßig auch vernünftig einordnen im Vergleich zu persönlicheren Daten, die ansonsten bedenkenlos jeden Tag freigegeben werden. Hier haben wir wirklich ein festgelegtes Maß, eigentlich eine vorbildliche Regelung, Datenhoheit beim Kunden. Und er entscheidet nach Nutzen, gebe ich mehr Daten frei oder nicht. Also ich glaube, bei dem das Thema muss man mal zumachen. Danke. Danke, ich will meine Danke, ja, Sie haben doch eine zweite Frage an Herrn Engelke stellen. Wir hatten es eben von Akzeptanz seitens Verbraucherinnen und Verbraucher beim Rollout. Gibt es da noch andere Kriterien als den Preis aus Ihrer Sicht? Vor allem diese Geschichte, Verbraucherinnen und Verbraucher, die ein intelligentes System haben wollen. Wie wichtig ist für Sie, dass Sie das dann zeitnah eingebaut bekommen? Ja. Also zentral ist für uns eben diese Mischung aus Kosten für den Smart Meter und entsprechenden dynamischen Stromtarifen, die wir insbesondere auch für die Wärmepumpen und Wallboxenbesitzer brauchen. Und bei den dynamischen Stromtarifen ist es deswegen richtig, dass kurzfristig, ist ja geplant, jetzt spätestens ab 2025 alle Stromanbieter diese Tarife anbieten müssen. Das ist wichtig und richtig. Und wenn
sich das wirklich rechnet, dann spricht sich das ja auch rum. Und dann, denke ich auch, werden auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher selber solche Geräte haben wollen. Aber wie gesagt, Engelke, haben wir, glaube ich, verstanden. Ihre Zeit ist abgelaufen. Jetzt ist als nächstes dran Herr Heilmann. Vielen Dank. Wenn ich die als Zwischenstand zusammenfassen darf, in meinem Kopf gibt es zwei erhebliche Probleme beim agilen Ausrollen. Das eine ist das Thema Kosten. Das hat jetzt Frau Weiß besprochen. Jetzt komme ich bei der Frage der Anforderungen und der Frage, wie ist eigentlich der weitere Prozess der Standardisierung. Deswegen würde ich erst Sie, Herr Stock, und wenn da noch Zeit ist, sonst in der nächsten Runde Herrn Becker fragen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir wollen jetzt mit den Geräten, die BSI zertifiziert sind, in jedem Fall loslegen können und nicht auf neue Anforderungen warten. Allerdings ergeben sich ja, das hat sich ja auch hier aus der Anhörung herausgegeben, durchaus Fragestellungen, nämlich einmal die Fragestellung, die Herr Bögelein gerade erwähnt hat, nämlich können wir eigentlich das so umstellen, dass wir auf die Eichung ganz verzichten und wie wäre dann der Standardisierungsprozess und wie könnten wir ihn eigentlich europäisieren, um auch Kosten zu sparen, weil wir dann europaweit in der Perspektive, sicher nicht jetzt, aber in der Perspektive einheitliche Geräte hätten. Danke, Herr Stock, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Heilmann, für die Frage. Also in der Tat ist es richtig und wichtig, sich nochmal die Vorgaben des Eichrechts anzugucken. Und ich glaube, man muss einfach auch nachvollziehen, dass das Eichrecht auch nicht für dieses Smart Meter Gateway und die Struktur, die wir jetzt hier haben, gemacht worden ist. Und man deswegen bestimmte Punkte auf den Prüfstand stellen muss. Einen hatten Sie direkt genannt, nämlich das Smart Meter Gateway. Also vielleicht kurz zur Einordnung. Ich bin jetzt auch nicht in allen technischen Details der Experte, aber dieses Smart Meter Gateway zumindest hat eine Funktion, um sich auch selbst zu überprüfen, also um seine Funktionsfähigkeit immer wieder her, sozusagen zu testen und das auch zu melden, wenn es eben ein Problem hat. Es kann also da einen Fehler eigenständig anzeigen. Und ich würde das auch unterstützen, was bereits gesagt worden ist, dass man, glaube ich, dass es sehr gute Gründe dafür gibt, eben genau dieses Gateway aus dem Eichrecht rauszunehmen, weil es eigentlich nicht die Stelle ist, die Instanz ist, die den Messwert produziert, sondern es ist in gewisser Weise, glaube ich, ist der Vergleich zulässig, ein Router, der eben über eine hochsichere Verbindung eben Informationen kommuniziert. Und ich glaube, da ergibt sich dann schon eine sehr gute Trennung. Und das, was Sie angesprochen haben, Herr Heilmann, also das unterstützen wir natürlich. Also alles, was in Richtung Standardisierung und auch dann damit einhergehend Internationalisierung auch dieses ganzen Bereiches geht und damit auch eine Vielfalt liefert und vielleicht auch dann wieder zu einer gewünschten Kostendegression führen kann, ist grundsätzlich hoch willkommen und etwas, was, glaube ich, gerade auch mit dem agilen Rollout einhergehen muss. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Außendorf, bitte. Ja, vielen Dank. Ich vertrete kurzfristig Frau Badum, deswegen steht ja auch noch das falsche Schild. Ich habe eine erste Frage an Herrn Demski, wenn es um die Pflicht geht zur Fernsteuerung und Datenkommunikation über das Smart Meter Gateway, dann müssen da ja die Fähigkeiten der Geräte und der Messstellentreiber zusammenspielen. Also die Messstellenbetreiber müssen technisch, prozessual und organisatorisch in der Lage sein, die Daten auch zu verarbeiten. Wie sehen Sie das? Wie kann man das auflösen? Herr Demski, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also es besteht eben eine große Angst, dass Smart Meter Gateways für was eingesetzt werden müssen, wofür sie nicht gebaut sind. Bisher, es hat sich halt im Gesetzgebungsverfahren gezeigt, dass es hier eine Unschärfe gibt. Welche Daten müssen zukünftig über das Smart Meter Gateway versandt werden und für welche gibt es eventuell auch einen zweiten Kanal? Und da sind bislang alle immer davon ausgegangen, dass sozusagen die wichtigsten, die netzkritischen Befehle, die sollen über die Hochsicherheitsinfrastruktur des Smart Meter Gateways versandt werden. Und wenn es andere Kommunikation gibt, dann gibt es dafür eben auch andere Kanäle. Und da ist jetzt ein gewisser Zweifel reingekommen und deshalb braucht es hier Präzisierung und Priorisierung. Sie müssen sich das in so einem Prosumer-Haushalt so vorstellen, da gibt es eine PV-Anlage, einen Speicher, eine Wärmepumpe, eine Wallbox und die reden die ganze Zeit miteinander, um eben sich hinsichtlich Eigenverbrauchs, aber auch Systemintegration abzustimmen. So. Und die reden nicht nur untereinander, die reden auch mit dem Rest der Welt. Also die rufen Wetterdaten ab, um eine PV-Prognose machen.
mal rausgucken, so versuchen Sie da mal eine PV-Prognose zu machen bei so halb Wolken, halb blauer Himmel, das ist ziemlich schwierig. Die reden untereinander, dann gibt es Präferenzen des Kunden, der möchte irgendwie möglichst viel grünen Strom tanken. Und das heißt, die Daten werden ständig aktualisiert und das ist auch ein erhebliches Datenvolumen. Und jetzt besteht eben die Angst, dass diese Daten, weil sie mittelbar auch für die Steuerung von Anlagen natürlich herangezogen werden können, dass die in Zukunft auch über das Smart Meter Gateway verschickt werden müssen. Und dafür ist diese Infrastruktur nicht designt und einfach nicht, das wurde einfach noch nie getestet. So. Und da kommt eben diese Sorge her. Das heißt, aus unserer Sicht wäre eben ganz wichtig, dass man hier präzisiert und priorisiert, welche Befehle sind so kritisch, dass man sie über die Hochsicherheitsinfrastruktur schickt und welche sind es eben nicht. Da sollte man eben andere Sachen nutzen und dann eben gucken, dass die kritische Infrastruktur dann auch nicht verstopfen. Danke. Herr Bernhard, bitte. Da bin ich dran, okay. Ich habe es jetzt nicht ganz, weil noch 40 Sekunden übrig waren. Ja, meine Frage richtet sich an den Professor Burkholte. Und zwar geht es jetzt mal darum, gehen wir doch nochmal zurück zum Zweck des Gesetzes. Es geht ja darum, eine Stabilisierung des Stromnetzes zu erreichen. Das ist eine der Hauptaufgaben, die ja damit geleistet werden sollen. Und jetzt frage ich Sie, ist die Frage, ist denn dazu der Einbau von Smart Meter eigentlich zielführend und erfolgsversprechend, um dieses Ziel zu erreichen? Und der zweite Punkt ist, das Einzige, was mir so richtig einleuchtet, ist, zur Erreichung dieses Ziels ist ja die Abschaltung von Großverbrauchern, zentrale Abschaltung von Großverbrauchern, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Ladestationen von E-Autos, die ja damit vorgenommen werden könnten. Wie stehen Sie dazu? Können Sie dazu Ausführungen machen? Danke. Herr Professor Burkholte, bitte. Ja, die Smart Meter sollen überwachen. Und dann verteilen. Verteilen kann man aber nur, was man hat. Und wenn wir davon ausgehen, wie sich jetzt unsere Energieversorgung entwickeln wird, also beispielsweise Abschaltung aller Kohlekraftwerke, dann werden wir nicht mehr viel Energie haben zum Verteilen. Auch der Ausbau der Regenerativen auf 80% wird bei weitem nicht ausreichen, jedenfalls nicht kontinuierlich über die gesamte Zeit. Dass man heute auch schon Großverbraucher vom Netz nehmen konnte, nach Absprache und nach entsprechender finanzieller Vergütung, ist Standard. Und wenn jetzt also gerade die neuen Verbraucher angesprochen werden, wie die Wallboxen und die Wärmepumpen, dann bedeutet das für mich doch im Klartext, also Leute, kauft diese E-Mobile und kauft die Wärmepumpe und dann kriegt er noch einen Smart Meter und der Smart Meter ist in der Lage, diese Geräte wieder abzuschalten, wenn eben kein Strom da ist. Für mich gibt das nicht ausgesprochen Sinn. Ja. Ich kann auch nicht verstehen, warum ich als Privatperson einen Smart Meter einbauen muss mit den entsprechend hohen Kosten und auch da das Risiko eingehe, dass mir also letztlich mein Hausstrom abgeschaltet wird. Also ich glaube, dass hier dieses Gesetz die Grundvoraussetzungen, die man eigentlich erstmal überlegen muss, wie sicher ist die Energieversorgung, wie kann ich die Energieversorgung überhaupt sicher machen, dass das als gegeben vorausgesetzt wird, was aber eben nicht vorausgesetzt werden kann. Danke. Die nächste Frage stellt Herr Stockmeier, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte Sie noch mal an Herrn Becker von Bredow. Und möchte die Gelegenheit ergreifen, dass wir jetzt noch mal über den vorliegenden Gesetzentwurf hinausschauen. Der ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung der Energiewende, aber er wird voraussichtlich ja nicht der einzige bleiben. Mit anderen Worten, welche Digitalisierungspotenziale sehen Sie generell im Themenkomplex Energiewende, eben auch solche, die wir jetzt in diesem Gesetzentwurf noch gar nicht behandelt haben und die wir aber dann möglichst bald vielleicht auch aufgreifen sollten. Vielen Dank. Danke. Herr von Bredow, bitte. Ja, vielen Dank. So. Nach der Verabschiedung des GNDEW, wie ich es nennen möchte, werden ja, oder mit dieser Verabschiedung werden ja rechtliche Grundlagen geschaffen, die dann noch mit Leben gefüllt werden müssen, also industrieseitig, Standards für Steuereinrichtungen, Ladeeinrichtungen und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, die gewünschten Mehrwertdienste müssen entstehen und die dynamischen Stromtarife müssen dann auch raumgreifend in den Markt kommen. Sie stellen ja aber die Frage, was darüber hinaus passieren muss. Und aus Sicht des ZVI möchte ich einfach mal sagen, also aktuell die Diskussion um § 14a war, glaube ich, auch noch einmal sehr belebend, parallel zu diesem Gesetzgebungsverfahren.
14a eigentlich ja als Notbremse gedacht, wo es eben darum geht, dass die Netzbetreiber steuernd eingreifen dürfen, um systemkritische Situationen abzuwenden. In der Diskussion um 14a und auch vor dem Hintergrund des MSBG wurde aber auch noch mal deutlich, das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern wir müssen auch über § 14c ENBG sprechen. Und da ist es eben notwendig, dass die BNetzA recht bald Spezifikationen hinsichtlich der Beschaffung und Standards für Flexibilitätsdienstleistungen definiert, um einfach auch dort den Markt gemeinsam mit natürlich den Akteuren zu bereiten und solche Dienstleistungen auch, wie gesagt, über dynamische Preissignale für die Netzentgelte dann wirken zu lassen. Ein weiterer Punkt: intelligente Messsysteme sind für den sicheren Netzbetrieb ein wichtiger Baustein, aber sie bewegen sich überwiegend im Verteilnetz. Und das Stromnetz insgesamt muss ertüchtigt werden und zu einem Klimaneutralitätsnetz ausgebaut werden. Das heißt, wir brauchen insgesamt mehr Sensorik, um Netzzustandsdaten zeitnah und für die Netzbetreiber in ausreichender Güte zur Verfügung zu stellen. Da muss also nochmal angesetzt werden. In dem Kontext einfach nochmal auch darüber hinausgehend aufgreifen, die Diskussion, die wir heute hatten um das Thema AREG-V für die Verteilnetzbetreiber, beziehungsweise dann eben auch die weiteren Netzbetreiber. Da muss auch nachgelegt werden, denn Digitalisierung in Netzinfrastruktur ist aktuell eben nicht anrechenbar in der Form, wie es notwendig wäre, um möglichst große Fortschritte zu erzielen. Insgesamt sollten wir nochmal das Thema Sektorkopplung und Elektrifizierung von Prozessen stärker in den Prozess oder in den Blick nehmen. Aktuell laufen Diskussionen zum Gebäudeenergiegesetz. Auch da müssen wir uns anschauen, wie sind eigentlich die Möglichkeiten rund um Vernetzung und netzdienliche Verbrauchsteuerung im Gebäude und welche Standards können wir dort anlegen? Welche Möglichkeiten sollten wir dort perspektivisch erschließen? Danke, Herr von Bredow. Nun ist dran der Herr Rixinger. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch eine dritte Frage an den Herrn Bögelein. Ich will zurückkommen auf den Gesetzesentwurf. Was würden Sie eigentlich oder welche Verbesserungsmöglichkeiten würden Sie eigentlich bei dem Gesetz noch sehen? Und vorher wurde ja auch mal schon das Beispiel Österreich angesprochen. Gibt es bereits andere Vorreiter innerhalb der EU oder innerhalb von Europa, wo man sich darauf beziehen kann oder von denen man in irgendeiner Form noch lernen könnte für den weiteren Verlauf? Herr Bögelein, bitte. Ja, also das eine ist, das habe ich vorher schon angesprochen, also wo man auch stark dahinter sein, ist es eben Aggregationsmöglichkeiten von Daten zu ermöglichen und das auch tatsächlich in einer Gesetzesform zu gießen, dass man daraus eben dann ja, abrechnungsfähige oder eben ja, für die Netze stabile Daten gewinnt. Daraus entstehen tatsächlich, das hat ja ein Kollege von mir auch vorher ausgeführt, auch wirklich gute neue Geschäftsmodelle tatsächlich, wo jeder Kunde und jeder Mieter dann auch wirklich profitiert. Und das ist eine Sache, die müssen wir auf alle Fälle andenken. Die Idee ist im Grunde dahinter, dass man nämlich dieses Smart Meter Gateway nicht in Funktionen oder auch an Anforderungen jetzt nicht so überfrachtet, wie es aktuell angedacht ist. Momentan soll die Netzsteuerung und auch Funktionalitäten für die Anwender und für die Nutzer darin vereint werden. Ich überlege mal, ob das so ein gutes Konzept ist, ob man nicht die Netzsteuerung tatsächlich aus diesen Smart Meter Gateways rausnimmt und die eben woanders verortet in diesen Verteilnetzen, weil eben diese flächendeckende Einzelskalierung, Auflösung von den einzelnen Privathaushalten da tatsächlich nicht nötig ist. Und ja. Und damit kommen wir da eben zu der Situation, dass sich wirklich auch jeder Privathaushalt, egal ob er es braucht oder nicht, dieses Smart Meter Gateway einbauen muss. Ja. Das ist das, was ich da anregen will zu dem Thema. Mal gucken. Das war's. Herzlichen Dank, Herr Bögelein. Gibt es andere Beispiele oder andere Länder? So. Ja, genau. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Schweiz aktuell. Wir haben noch Zeit, ja. Genau. Ja, das schönes Beispiel ist, wie es die Schweiz macht. Die Schweiz verbaut das Smart Meter Gateway in den Liegenschaften, hält auch die Daten dort drin. Und in dem Augenblick, wo man sagt, okay, Kunde XY hat jetzt eben den Bedarf wegen dann damals schon Stromtarif auf Viertelstundenwerte, dann wird eben diese Funktion erst aktiviert und eben auch übertragen oder eben auch gepult. Ja, das ist eine Sache, da kann man mal ein bisschen rüber gucken, wie die das gemacht haben. Ist aus meiner Sicht eine schöne Lösung, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. So, jetzt ist Herr Meserosch dran. Nee, Herr
Das macht Herr Gremmels. Okay. Ja, ich wollte noch mal auf das Thema, was wir eingangs diskutiert hatten, Thema virtuelle Stromzähler, noch mal zurückkommen und noch mal an Herrn Seltmann vom Bundesverband Solarwirtschaft noch mal nachfragen, wie Sie die Einführung der virtuellen Stromzähler im Einzelnen bewerten und wo es da noch Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten auch hinsichtlich der Steuerung in der Praxis gibt und welche Verbesserungsvorschläge Sie in dem Bereich noch für das Gesetzgebungsverfahren haben. Danke. Danke. Herr Seltmann, bitte. Ja, also virtueller Summenzähler wäre für mich ein Booster der Photovoltaik im Wohnbereich, im Gebäudebereich, im städtischen Bereich. Also eben die Gebäude, wo es nicht ein Einfamilienhaus ist oder ein reiner Industriebetrieb, sondern dort, wo wirklich mehrere Verbraucher hinter einem Netzanschluss sind. Und dort wäre das eine wichtige Möglichkeit, um Mehrfamilienhäuser und diese Konstellation Mehrparteiengebäude wirklich zu erschließen für die Photovoltaik, weil wir heute das schon beschriebene Problem haben mit den aufwendigen Messkosten, mit diesem zentralen Summenzähler, der physikalisch, technisch da am Netzanschlusspunkt installiert werden muss. Das wäre ein großer Fortschritt, hier Technik zu ersetzen durch Intelligenz, durch IT. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Digitalisierung, dass wir Ressourcenverbrauch, dass wir Kosten und Materialeinsatz ersetzen durch Intelligenz und durch smarte Technik sozusagen. Das ist auch keine Theorie, das ist in der Praxis erprobt, zum Teil im Ausland. In Österreich beispielsweise ist das, kann man fast schon sagen, Standard, sowas nutzen zu können. Aber auch in Deutschland gibt es Netzbetreiber, / Messstellenbetreiber, die da mitspielen. Aber man hat eben keinen Anspruch drauf. Und das wäre eben wichtig, hier Klarheit, Zulässigkeit und Verbindlichkeit zu schaffen, dass man es in der Praxis halt wirklich auch umsetzen kann. Ansonsten bezüglich anderer Themen jetzt im GNDW, wie ich eingangs schon sagte, macht uns große Sorge die detaillierten oder die konkreten Regelungen bezüglich der Steuerbarkeit der Anlagen, weil nicht klar ist, wie Übergangsfristen in der Praxis wirklich zu bewerten sind. Also wir sehen da auf uns zukommen, dass Anlagen mit IMSIS ausgestattet werden, die aber noch nicht steuern können. Dann soll das über ein Update, ein Software-Update nachgeholt werden. Das heißt aber trotzdem, dass ich noch mal an die Anlage ran muss und muss Technik einbauen, damit die Steuerung auch funktioniert vor Ort. Und es gibt auch Anlagen, bei denen sehr teure Technik übergangsweise installiert werden muss nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen, die dann nach kurzer Zeit wieder obsolet wird. Und wir würden uns an der Stelle wünschen, dass im Gesetz hier Übergangsmöglichkeiten geschaffen werden, die eben nicht, also die sozusagen, wenn ich abwarte auf eine technische Lösung, die absehbar ist, dass ich dann eben nicht eine ersatzweise Technik verbauen muss, die obsolet wird, oder dass ich bestehende Technik verwenden kann und die Steuerungsverpflichtung eben eine Zeit lang nicht erfüllen muss, sondern erst, wenn dann die Steuerungs- und Messtechnik sowieso ausgetauscht wird, im Rahmen zum Beispiel von Eichfristen. Also hier müsste eine flexiblere Regelung kommen, die in der Praxis dafür sorgt, dass wir nicht Ressourcen einsetzen, um unnötige, teure Technik zu verbauen und damit auch wieder Manpower binden und damit den ganzen Rollout eigentlich auch behindern und abbremsen. Herzlichen Dank, Herr Seltmann. Jetzt ist Herr Heilmann dran. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt Herrn Pfeiffer noch mal auf die Frage, die ich auch an den VKU gestellt habe. Welche Standardisierung brauchen wir in der Zukunft und wie sollte es europäisieren? Und wenn Sie noch Zeit für Herrn Becker haben, der das ja so halb beantwortet hat, Frau Stockmeier, das gut, wenn nicht, kommen wir mal. Ja, vielen Dank. Herr Pfeiffer. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, beim Smart Meter Gateway sind wir schon einen weiten Weg gegangen bezüglich Standardisierung. Hier gibt es sicherlich noch weiteren Optimierungspotenziale, Thema Interoperabilität beispielsweise, vielleicht auch nochmal generell bei dem ganzen Thema Zertifizierungsprozess, dass es hier nochmal Vereinfachung gibt und eine Beschleunigung. Aber über das Gateway hinaus sprechen wir gerade auch über eine Standardisierung der weiteren an das Smart Meter Gateway angeschlossenen Komponenten. Wir hatten jetzt vorhin auch über NWG 14a gesprochen. Hier bedarf es einer Steuerungseinrichtung und genau hier läuft aktuell oder lief die Standardisierung über die Branche, entsprechend der BSI-Prozess, wo die Branche mit eingebunden war. Hier findet quasi die Standardisierung auch tatsächlich schon statt. Ich denke, bevor wir aber den Blick jetzt auch konkret auf andere, auf die Nachbarländer legen, müssen wir jetzt den Rollout-Hochlauf sicherstellen mit dem Smart Meter Gateway, dann in der nächsten Stufe das Thema Steuerung über diese Infrastruktur bewerkstelligen. Hier gibt es auch noch weitere Anpassungen oder weitere Standardisierungsbedarf Richtung Kundenschnittstelle, damit wir auch hier wirklich die Anlagen, die Wallbox letzten Endes oder der Wechselrichter bei dem Kunde auch und das Energiemanagementsystem auch ansprechen können. Und erst wenn
wir das bewiesen haben, ich glaube, dann können wir auch genau dieses Erfolgskonzept mit einem sicheren Kommunikationskanal, mit einem sicheren Infrastruktur-Rollout dann auch Richtung andere Länder blicken. Und dann schauen auch die anderen Länder auf uns, wenn wir hier quasi vorweisen können, dass es funktioniert. Können Sie noch mehr nachfragen? Ich würde dann Herrn Becker auch noch mal fragen wollen, auch im Hinblick darauf, welche Rolle zukünftig das Eichrecht spielen sollte. Von Brito. Ja, vielen Dank. Zum Eichrecht wurde jetzt ja bereits viel gesagt. Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, mit dem agilen Rollout, der angelegt ist, Kollege Stock vom VKU hat vorhin von Smart Meter in Ausbildung gesprochen, da ist die Basis, dass wir möglichst schnell Software-Updates aufspielen können. Und das ist eben aktuell durch die Vorgaben aus dem MSBG und dem Eichrecht nicht gegeben. Ist einfach auch ein Webfehler in Anführungsstrichen, vielleicht auch im MSBG, aber das wurde zu einer Zeit geschrieben, als sich diese Fragen in der Form noch nicht stellten. Und deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, danach zu steuern. Der ZVI hat einen Vorschlag gemacht, wie man das Eichrecht dahingehend ändern könnte. Darauf kann man aufsetzen. Wir sind dafür für jedes Gespräch und jede Diskussion offen. Fakt ist aber, und ich glaube, da besteht hier auch im Kreis der Sachverständigen weitgehend Einigkeit, dass wir daran müssen, um möglichst schnell die Software-Updates auf Smart Meter Gateway aufspielen zu können. Dankeschön. Herr Außendorf, bitte. Ja, die virtuellen Summenzähler sind ja schon angesprochen worden. Ich möchte Herrn Garnier noch mal bitten, vielleicht ein bisschen auszuführen, wo Sie dann die Vorteile sehen, vor allem auch die wirtschaftlichen Vorteile. Herr Garnier, bitte. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir haben zunächst mal wirtschaftliche Vorteile, anfangs bei den Kapitalkosten von PV-Anlagen im Gebäudebestand. Und wir sind jetzt auch in einer höheren Zinsphase. Wir haben sowieso gestiegene Handwerkerkosten, auch Handwerkerkapazitäten sind knapp, Materialpreise sind oben. Es geht wirklich beim PV-Rollout um jeden Euro, den man sich an Installationskosten sparen kann. Und das gilt ganz besonders für den klassischen Gebäudebestand. Wenn Sie Neubauquartiere haben, haben Sie große Ensembles an einem Netzanschluss. Das ist wirtschaftlich leichter abbildbar. Aber wenn Sie ran wollen an die Gebäuderiegel, wo die Menschen wohnen, die auch am meisten davon profitieren, dann brauchen Sie kosteneffiziente Lösungen. Und da können wir uns diese Wandlerschrankinstallation einfach nicht leisten. Also das ist der Hauptfaktor. Denn der entscheidet dann letztlich darüber, über die Frage, kann ich dieser Immobiliengesellschaft anbieten, die PV-Anlage zu wirtschaftlichen Kosten zu installieren und zu betreiben? Oder muss ich sagen, dieses Gebäudequartier fällt leider raus? Und das ist im Moment eigentlich unser Hauptproblem in der Praxis. Und darüber hinaus geht es dann auch um den Betrieb. Wir haben immer wieder aufwendige Abstimmungen auch an der Schnittstelle zu den Netzbetreibern. Denn es ist so, dass wir ja Jahr für Jahr dann eine Bilanzierung heute leider nur einmal jährlich mit den Netzbetreibern haben. Wie viel Strom wurde jetzt wirklich im Quartier verbraucht? Wie viel ist ins Netz geflossen? Und weil wir heute nicht diese 15-Minuten scharfe virtuelle Welt haben, gibt es dann immer wieder Unklarheiten, weil künstlich bilanziert werden muss, wie viel war jetzt drin und wie viel draußen. Wir haben die Daten eigentlich alle, könnten das über den virtuellen Zoom-Zähler präzise machen, aber es gibt einen enormen Klärungsaufwand. Wir verbringen viele Stunden damit, Bilanzierungen zu korrigieren, mit den Netzbetreibern abzustimmen. Und hier würde der virtuelle Zoom-Zähler den Prozessaufwand auch massiv senken. Wollen Sie noch mehr nachfragen, Herr Außendorf? Ja, dann nutze ich die Zeit, um den Softwareentwickler Herrn Bögelein von Witzenbäumen mal zu fragen, wie sehen Sie denn die Bedeutung einer offenen und dokumentierten Programmierschnittstelle, also einer API in den Smart Meter Gateways? Herr Bögelein. Genau, also wir haben ja zwei Schnittstellen im Großen und Ganzen. Das eine ist eben diese ganze CLS-Thematik und das andere ist das LMN. Bei dem LMN werden im Grunde Stromzähler oder auch andere Zählsysteme eben direkt angebunden. Auch die Werte sind dann direkt im Smart Meter Gateway einzusehen. Dort macht der Standardisierungsprozess aus meiner Sicht sehr schöne Fortschritte. Das funktioniert im Weitestgehen ganz gut. Also ich sage jetzt mal im Detail, vielleicht die OMS-Norm und die MBUS-Normen und so weiter, ist Verbesserungsbedarf da, ist aber gut dokumentiert und man kann es im Großen und Ganzen auch tatsächlich auswerten, die Daten. Beim CLS haben wir ein Thema, dass das BSI mit der Zertifizierung sich ewig Zeit lässt. Wir warten da auf die technische Richtlinie im Grunde schon seit 2 Jahren oder seit längerer Zeit. Und das macht uns wirklich Probleme, weil uns auch da die Schnittstellen auseinanderdivergieren an der Stelle. Ich hoffe, ich komme noch mal eine Frage. Dankeschön. So, Herr Bernhard, bitte. Ja, ich habe noch mal zunächst einmal eine Frage an den Herrn Pfeiffer. Und zwar haben wir jetzt ja hinsichtlich Datenschutzes einiges gehört. Ich würde vielleicht einfach mal noch mal aus Sicht des Messstellenbetreibers wissen wollen, warum kann man die Daten denn nicht anonymisieren? Warum ist es erforderlich, dass ich wohnungsgenau die Daten haben muss?
Warum kann man die nicht in größeren Einheiten, was ein ganzes Haus oder ein Wohngebiet nehmen? Weil wenn ich das Netz stabilisieren will, reicht ja auch der Verbrauch in einem bestimmten Gebiet. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich die Verbrauchsmenge zu einer bestimmten Uhrzeit. Die muss ich natürlich wohnungsgenau haben, damit ich flexible Tarife machen kann. Aber warum werden sonst die Daten wohnungsgenau gebraucht oder werden sie vielleicht nicht wohnungsgenau gebraucht? Danke, Herr Pfeiffer. Vielen Dank für die Frage. Also genau, Thema Datenschutz wurde heute schon ausgiebig angesprochen. Sehr hohes Gut. Wir erheben nur die Daten, die wir auch tatsächlich erheben dürfen, die wir benötigen. Zum Beispiel, Sie haben es gerade angesprochen, also Wohnung scharf, Anschlussnutzer scharf für eine Energieabrechnung. Und die Daten bekommt dann zum Beispiel auch der Verteilnetzbetreiber für die Netznutzungsabrechnung. Aber hier ist ganz klar geregelt, auch im GNDEW jetzt noch mal entsprechend verschärft, welche Daten erhoben werden dürfen, zu welchem Zweck. Und was jetzt eben auch noch neu hinzukam, sind eben genau diese angesprochenen Punkte, Anonymisierung, Pseudonymisierung, was dann eben genau, also gerade zum Beispiel Netzzustandsdaten betrifft, also nicht die spezifischen Verbrauchsdaten, sondern quasi weitere Daten aus dem Netz, also zum Beispiel Spannungswerte oder Stromnetzwerte. Und hier greifen dann eben die neuen Regelungen. Also auch hier wurde entsprechend im GNDEW nachgebessert und nochmal der Datenschutz entsprechend verschärft. Genau. Wenn ich nochmal nachfragen darf, aber dürfen Sie werden Sie, ja. Auch nochmal an den Herrn Pfeiffer. Aber Sie werden ja zunächst erhoben, die Daten. Und wenn Daten nun mal da sind, dann ist natürlich, besteht die Möglichkeit eines Missbrauchs. Deswegen ist die Frage, müssen diese Daten denn wohnungsgenau tatsächlich, diese anderen Daten, die über den Verbrauch hinausgehen, wohnungsgenau erhoben werden oder könnten die nicht schon im Vorfeld aggregiert werden, damit sie quasi anonym schon weitergeleitet sind, dass man nur noch weiß, das bestimmte Wohngebiet oder das Haus verbraucht dies und jenes? Pfeiffer. Genau, ich habe jetzt verstanden, also es geht um die Netzzustandsdaten und hier gibt es eben entsprechende Vorschriften zu einer Anonymisierung, zu einer Pseudonymisierung, damit eben hier eigentlich diese Bedenken auch entsprechend aus dem Weg geräumt sind und entsprechend der Datenschutz auch bei diesen Daten, bei dieser Datenerhebung gewährleistet ist. Danke. Herr Stockmeier, bitte. Herr Vorsitzender, ich habe keine weiteren Fragen und möchte Herrn Pfeiffer eben noch mal für seine Ausführungen danken. Besten Dank. Danke. Als letztes Herr Rixinger, bitte. Ja, vielleicht eine ganz kurz zu beantwortende Frage. Wenn die Kosten auf 20 Euro gedeckt oder begrenzt werden sollen, kommen noch Kosten hinzu für die Nutzer, zum Beispiel durch Mehrwertdienste oder Sonderdienste im Zusammenhang mit Wärme? Was können Sie dazu sagen? Und weil es ja die Schlussrunde ist, wollen Sie uns noch irgendwas auf den Weg geben, was noch nicht angesprochen wurde? An wen geht die Frage, Bernd? An wen? Herrn Bögelein, Entschuldigung. Herr Bögelein. Ja, ich fange jetzt mal von hinten an, weil das Thema tatsächlich wichtig ist, finde ich. Und zwar dieser Standardisierungsprozess eben von diesem CLS-Kanal, da geht es jetzt um fernschaltbare Dinge wie jetzt Wärmepumpen, Ladestationen und so weiter, die im Grunde vom Messstellenbetreiber eben geschalten werden sollen aufgrund einer Laststeuerung im Netz. Da war eine technische Richtlinie auf dem Weg vom BSI, die war in der vierten Version dann auch vorliegend soweit. Daraufhin haben wir auch entwickelt tatsächlich und dann wurde eine massive Überarbeitung geplant, das war eben auf die TR5, die dann eben irgendwann im Prozess zum Stocken kommen ist und wir hängen da an der Stelle komplett in der Luft. Das ist ein Thema gerade. Und was ich aktuell auch beobachte, ist im Grunde, um eben die Produkte zu entwickeln und durch dem, dass wir hier keine Normen haben und auch kein versprochenes Testsystem, was uns eigentlich auch vor 2 Jahren schon mal vorgestellt worden ist vom BSI, haben wir jetzt das Thema, dass wir jetzt die Situation haben, dass uns diese Schnittstelle eben auseinanderdriftet und die eigenen Hersteller dies unterschiedlich lösen. Und das erzeugt einen irren Aufwand in der Anbindung von eben Geräten. Und genau da sind wir beim Nutzerrecht oder bei den Nutzer, was der Nutzer davon hat oder die Nutzerin, besser gesagt. Wenn die jetzt zum Beispiel ein Haushaltsgerät über ein Smart Meter Gateway steuern wollen, ja, dann stehen die genau an diesem Kanal, weil das meistens dann Schaltboxen sind oder Steuerboxen sind, die im Grunde ferngesteuert werden, weil sobald ein billiger Tarif zur Verfügung ist. Und hier werden die Kosten eben massiv getrieben. Also wir sind aktuell bei einer normalen Schaltbox von meinem Kollegen Sauer, glaube ich, Online-Shop, glaube ich, 720 Euro bei euch. Ja. Also, und das ist natürlich klar, wo da die Kosten herkommen. Gell? Und da haben wir eben den Punkt.
Sonst, was kommen zusätzlich noch für Kosten auf dem Ding? Ja, die Mehrwertdienste, das sind Rauchwarnmelder, das sind auch die also verpflichtende Mehrwertdienste für die Mieter. Da haben wir keine Kostenobergrenzen an der Stelle. Also das heißt, die Heizkostenabrechnungen zum Beispiel, die da drüber laufen, die können die natürlich jetzt frei entscheiden, was die da verlangen wollen. Und ich denke, dass also wirklich tatsächlich die Geschäftsmodelle dann entstehen werden. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen alle. Das war eine sehr spannende Diskussion, auch wenn sie teilweise sehr tief in die Technik reinging. Ich glaube, wir haben alle da nochmal Grund, darüber nachzudenken, was wir heute so mit auf den Weg gekriegt haben, ob denn nicht noch die ein oder andere Veränderung an diesem Gesetz vorgenommen wird. Das betrifft jetzt natürlich vor allen Dingen die Koalition, die an diesem Ding ja nochmal rumfeilen muss. Recht herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Wir haben gleich, bei uns geht es gleich weiter um 13 Uhr. Und ich hoffe, wenn wir sie wieder brauchen, dass sie uns wieder zur Verfügung stehen. Recht herzlichen Dank. Auch recht herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, an Herrn Staatssekretär, an die, die uns zugehört oder zugeschaut haben. Ich hoffe, es war für Sie auch interessant und eindrucksvoll, in welcher Intensität hier dieses Gesetz behandelt wird. Recht herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause.